Und da bist du, ja. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Na? Na? Wie ist es? Wie ist es? Geht's dir gut? Ja, jetzt nicht mehr, ne? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe dieses Video, welches du gerade zum Schluss geguckt hast, zum letzten Mal 2020 gesehen und seitdem mich nie wieder getraut, das anzugucken. Warum nicht? Weil das ist so die Definition von Cringe, die sich in mir auftut. Ja, ich verstehe das. Für einen selber ist das immer ein bisschen weird. Aber was zum Fick? Ich dachte, weil du sagst, oh nee, ich dachte jetzt wirklich, da kommt was ganz, ganz Schlimmes. Für mich persönlich ist das ganz, ganz aber schlimm. Warum? Ach, ich weiß nicht, das hat sich so. Kennst du das nicht, wenn du so irgendwas machst und guckst so darauf zurück und denkst dir dann das war schon echt scheiße eigentlich. Ja, aber für die anderen Leute, die das sehen, ist es echt geil. Ich sag jetzt einfach mal Danke. Man muss auch mal ein Kompliment annehmen können. Ja. So, ich mach dich heute nackig. Oh Gott, ich bin aufgeregt, ich freue mich, ich bin in Ekstase. Ja, cool. Also, wir fangen an, wie heißt du wirklich? Mein richtiger Name ist Milo, M-I-L-O, Milo. Oh, cool. Ja. Und ist auch öffentlich, wie alt du bist? Ich bin 26 Jahre alt. Aha, ja genau, wir hatten ja das Gespräch, dass ich älter bin als du, du bist voll Junior. Aber das sieht man gar nicht, also im Gegenteil. Ich sage jetzt einfach mal Danke, weil Komplimente muss man ja annehmen. Okay. Was machst du in deiner Freizeit? Hast du Hobbys? Hast du heute Zeit? Was mache ich in meiner Freizeit? Ja, ich habe immer so das Gefühl, man lebt irgendwann so nur noch für so den ganzen Streaming-Kram und das ist aber so gleichzeitig Teil der Freizeit. Deswegen, Hobbys ist halt immer schwierig so, weißt du? Ja, ja, ich meine, so Drag, Content-Creation und der ganze Bums, das ist irgendwie auch so meine Leidenschaft. Du machst gefühlt alles. Ja, ich übersetze nebenbei die Bibel aus dem Althebräischen ins Französische. Weißt du? Wirklich? Nein. Das klang so ernst. Weil du sagst, ich mache alles, meine ich. Nein. Also ich weiß nicht. Irgendwie, es ist Arbeit und gleichzeitig Freizeitbeschäftigung. So. Ja. Okay. Also du streamst auf Twitch? Ah, ja. Du machst Videos auf YouTube? Momentan auf Eis gelegt, aber auch, ja. Du machst Content auf TikTok? Korrekt. Du machst Instagram-Content? Yes. Was machst du noch? Ich glaube, das waren alle Plattformen. Twitter? Habe ich tatsächlich gelöscht. Oh, sehr gut. Ich habe meinen Twitter-Account deaktiviert, weil ich Twitter ganz, ganz schrecklich finde. Ja. Wann war das? Vor knapp einer Woche oder so erst. Oh. Aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt und vor einer Woche irgendwie gelöscht dann. Das ist sehr gesund. Ja, dachte ich mir auch. Ich habe mir so gedacht, okay, vor einem Jahr oder so hatte ich so die Anwandlung, okay, jetzt musste man Twitter benutzen, so, weil es benutzen ja alle Streamer. Hab das eine Woche versucht und dann festgestellt, okay, selbst wenn ich nur den Leuten folge, die ich geil finde, kriege ich trotzdem den ganzen Scheiß immer ab. Das ist schrecklich. Ja, da habe ich gar keinen Nerv drauf. Ja, richtig so. Okay, und du bist bekannt als Aria Adams. Das ist richtig, ja. Du kamst auf den Namen. Ich habe damals irgendwie so ein, ich wollte irgendwie so einen Namen mit so einer Alliteration. Ich wollte unbedingt zwei gleiche Buchstaben haben. Und da mir am Anfang manchmal gesagt wurde, ich sähe aus wie Morticia Adams von der Adams Family, war das dann so der Nachname. Und dann habe ich irgendwann mir noch Arya bzw. Arya von Game of Thrones einfach geklaut. Also doch, und ich dachte mir, nee, bestimmt nicht davon, weil das ist die einzige Arya, die ich kenne. Mhm. Und ich habe auch mindestens eine Folge Game of Thrones mal gesehen. Du hast nicht mal alles gesehen? Ich habe nicht mal ansatzweise aber alles gesehen. Aber sie ist der coolste Charakter von allen. Ja, man kriegt ja über TikTok alles mit. Also ich bin voll auf Stand. Ich weiß alles. Durch TikTok-Clips. Wow. Ja. Und seit wann existiert der Name bei dir? Oh Gott, knapp. Wobei, ich habe Drag gemacht und hatte dann noch so eine Findungsphase. Da war ich mit dem Namen noch nicht sicher. Ich würde mal behaupten, ich habe so
anderthalb Jahre Drag gemacht, bevor ich auf den Namen Aria gekommen bin. Mhm. Insgesamt mache ich Drag jetzt so seit knapp 7 Jahren oder so. Okay. Ja. Dabei bin ich erst 16, weißt du? Das ist ja, stimmt. Also, ja, also nee. Mann, du sagst mal Sachen so ernst und dann. Ist doch sehr früh, ist noch. Es ist Sonntag. Okay. Fangen wir, buddeln wir mal ganz tief. Ich will alles wissen. Aha. Also, weil ich finde das alles so interessant. Wie kam das? Oder nee, wir fangen noch tiefer an. Du bist als Kind geboren, als Baby geboren. Das hast du sehr gut erkannt. Und dann, wo bist du geboren? Ich bin in Wolfsburg geboren. Geboren und aufgewachsen. Wo ist das? Es ist so ein bisschen von Hannover. Okay, damit kann ich was anfangen. Und dann bist du in den Kindergarten gegangen. Auch das, ja. Naja, nee, ich war nicht im Kindergarten, deswegen frage ich. Echt nicht? Ich war nicht im Kindergarten. Was hast du gemacht? Ich war nur zu Hause. Ach, ist Kindergarten nicht verpflichtend? Ist keine Pflicht gewesen, nö. Nö, ich war so eine Heulsuse, meine Eltern haben mich nie weggebracht. Ha. Ja, siehst du, was draus geworden ist. Ja, mein Gott, Leute, ja. Bleibt zu Hause, geht nicht, schickt eure Kinder nicht in den Kindergarten. Die machen richtig Geld im Internet, sage ich euch. Ja. Okay, und wie war, erinnerst du dich so an Kindergartenzeit? Ja, ich habe so ein paar verdrehte Erinnerungen so von so traumatischen Ereignissen, wie so, ich bin mal voll auf die Fresse gefallen oder so. Sowas prägt sich ein, aber sonst nicht so. Okay, voll gesunde Kindheit, merkt man schon, ne? Ja, okay. Und dann bist du in die Grundschule gegangen. Ja. Und wie war das? Hast du da irgendwie schon so irgendwas gespielt, so Gameboy oder irgendwelche Karten gesammelt? Ja, da fing es dann irgendwann so an mit ein bisschen Zocken. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich irgendwann mal mich einem Klassenkameraden angenähert habe mit den Worten, hallo, hast du eine Playstation? Mhm. Und das war dann so mein Zugang zur Zockerwelt, glaube ich. Ah, ja. Und ab dann irgendwann kam der erste Gameboy, dann kamen die ersten Pokémon-Spiele und so. Ja, und die Yu-Gi-Oh!-Karten. Yu-Gi-Oh!-Karten waren damals auch ganz groß, ja. Genau. Mhm. Genau, okay. Und dann bist du in die Mittelschule? Mhm. Bis zur 10. Ja, erstmal Realschule bis zur 10., genau. Und dann hast du weitergemacht? Und dann, ja, genau, ich wusste dann noch nicht, was ich machen will. Ich war so, ja, gut, gehst jetzt in der Ausbildung so auf Krampf oder gehst jetzt erstmal noch weiter zur Schule und guckst erstmal, was du machen willst? Ja. Und ich habe mich dann für Schule entschieden. Problem war halt, dass ich auf der Realschule immer alles so auf der linken Arschbacke nur so gemacht habe. Immer so, weißt du, so ohne mir irgendwie Mühe zu geben. Das hat dann auf dem Gymnasium auf einmal nicht mehr funktioniert. Wer hätte damit rechnen können? Ja, und dann bin ich halt einmal sitzen geblieben in der 11. Und dann habe ich die 11. nochmal gemacht und dann habe ich die Schule abgebrochen. Oh. Ja. Gut. Ne? Ja, ist in Ordnung. Kann man mal machen. Okay, dann bist du dann da raus und dann, wie ging es dann weiter für dich? In Niedersachsen bist du 13 Jahre schulpflichtig. Dann musste ich also dementsprechend den Rest von meiner Schulpflicht in einem Praktikum absolvieren. Oh. Weil, ja, das habe ich dann in einem Hotel gemacht. Ja. Und danach habe ich dann erstmal so 2-3 Jahre oder so gearbeitet, bevor ich mir dann eine Ausbildung gesucht habe. Oh. Und was hast du dann gearbeitet? Ich war, nachdem ich aus besagtem Hotel raus war, war ich im Einzelhandel. Wir haben in Wolfsburg so ein Outlet-Center, gibt es halt so viele Klamottengeschäfte. Und da bin ich dann so ein bisschen hin und her gehoppt und habe da geile Kleider verkauft. Nice. Und dann, und in welchem Alter befinden wir uns da? Befanden? Wie alt werde ich da gewesen sein? Also ich glaube, aus dem Outlet bin ich raus, da habe ich dann gerade mein erstes Auto bekommen. Also es muss irgendwie mit 18, 19 gewesen sein, dass ich dann da aufgehört habe zu arbeiten. Mhm. Ja. Und dann kommt das hier hin, dass du dann mit Drag angefangen hast, oder? Ja, so um den Dreh. Dann kam die Ausbildung. Während ich im Outlet war, habe ich, glaube ich, noch mit Drag angefangen. Dann habe ich da gekündigt, habe meine Ausbildung gemacht und währenddessen ist das dann so ins Rollen gekommen. Mhm. Und die Ausbildung habe ich dann abgebrochen, um Drag Vollzeit zu machen. Du kleiner Abbrecher, du. Ja, merkst du, dass ich Probleme habe, Dinge durchzuziehen?
Nein, nö, eigentlich nicht. Du hast doch schon einiges geschafft. Ja, doch, doch. Man kann auch mal stolz sein. Ja, klar, recht, voll. Ja. Okay, dann hast du das abgebrochen. Wie kam das bei dir, dass du dann damit angefangen hast? Das interessiert mich jetzt aber alles. Also ich habe eigentlich nie geplant, das jetzt hauptberuflich zu machen. Das war also wirklich, hat als Hobby angefangen. So, ich war halt schon immer so ein super kreatives Kind und war so, ich singe gern, ich tanze gern. Nicht gut, aber gerne. Ich mache gern irgendwie Theater und so den ganzen Bums. Und dann habe ich mir mit, ja, wie alt werde ich da gewesen sein? Zu Anfang meiner Drag-Karriere-Phase habe ich mir dann so eine Drag-Show mal angeguckt. Da hat mich mein Ex-Freund damals dann so mit hingeschleppt. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich war so, oh mein Gott, geil. Das sieht voll toll aus und den Leuten gefällt das voll. Und die machen so alles, was mir auch Spaß macht, so auf der Bühne. Ich war schon immer so eine Rampensau, also Schultheater und so, war voll meins. Habe ich mir gesagt, ja gut, dann machst du das einfach mal. Und dann war das so Fahrt aufgenommen. Hast du auch Schulauftritte gehabt? So, oder? Jetzt mit Drag, meinst du? Nee, oder? Normal. Ja, ja, ich hab ja seit ich 11 oder 12 war, habe ich angefangen Klavier zu spielen. Und ich habe dann oft irgendwie so in der Schule Klavier gespielt oder so einen ganzen Bums, ja. Ja, so nebenbei Klavier spielen kann man halt mal machen, ist nichts Besonderes, ja. Ey, ich war so ein richtig schlimmes Kind in der Schule. Retrospektiv betrachtet verstehe ich, warum ich manchmal gemobbt wurde. Wow. Aber ich war so das Kind, was sich in den Pausen dann, da hat sich den Lehrerschlüssel geholt, um in den Musikraum zu kommen, um in den großen Pausen da Klavier zu spielen. Oh mein ich war Gott. Richtig eklig, war oh ich. Oh mein Gott. Ja. Du hast dann so gefragt, hey, ich würde gerne jetzt Klavier spielen gehen. Ich durfte irgendwann einfach ins Lehrerzimmer und mir den Schlüssel da rausholen. Also ich war schon so richtig so ein Teacher's Pet, so richtig eklig eigentlich. Eieiei. Mhm. Du wurdest gemobbt in der Schulzeit? Ja, auch. Ja, also nicht durchgängig. Ja. So, ich würde jetzt mal beschreiben, wahrscheinlich so von 7. bis 9. oder so war, glaube ich, so Hochphase. Mhm. Ja, ich war halt immer so ein kleiner Außenseiter und hatte irgendwie so 2, 3 Freunde oder so. Und ja. Der Rest der Klasse fand mich kacke, hatte ich immer das Gefühl. Und haben sie mir da auch teilweise recht deutlich demonstriert. Ja, und dann habe ich mich irgendwann geoutet, in der so Anfang 10. oder so. Mhm. Und wieder meine Erwartung, ich hätte so eigentlich gedacht, okay, jetzt wird es wesentlich schlimmer so. Ja. Gar nicht. So 180-Grad-Drehungen auf einmal, das soll jetzt überhaupt nicht dumm klingen, aber auf einmal wusste dann halt auch so die ganze Schule, oh, das ist der, so nach dem Motto. Ja. Aber mich haben halt alle in Ruhe gelassen so. Und alle waren so, oh mein Gott, oh, das ist voll cool, oh, können wir beste Freunde sein? Also ist dann wirklich so komplett so, einmal komplett rumgedreht. Zu der Zeit habe ich dann auch angefangen zu tanzen in der Tanzschule. Ja. Und dann habe ich da ganz viele Freunde gefunden und auf einmal, ja, war alles voll easy. Krass. Ja. Aber dann ist es ja, also ich habe selber nicht so viele Bekannte, die halt so mit Outings zu tun hatten. Ich krieg's halt nur immer im Internet mit, dass es halt echt schwer ist und sowas. Aber dann war das ja bei dir recht früh sogar, ne? Ja, voll. Ich hatte, glaube ich, auch so ein Bilderbuch-Outing, wo ich glaube, seit ich mich erinnern kann, habe ich nie irgendwie Probleme in meinem privaten Umfeld gehabt bei irgendwem, als ich mich geoutet habe. Also Freunde und Familie waren da immer fein mit. Geil. War, ja. Premium. Voll. Kann ich mich natürlich auch voll glücklich schätzen, weil ich hatte auch Freunde, denen ging das dann gar nicht so. Die hatten richtig Stress mit der Familie und so. Ja. Ne? Und ja, ist halt voll sad, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ich schätze mich halt voll glücklich, dass ich halt dementsprechend so aufgewachsen bin. Gibt es dann so viele Leute, die auf dich zukommen und fragen so, hey, kannst du mir irgendwie helfen? Ich würde mich gern outen. Ich weiß nicht wie, oder? Ja, passiert manchmal. Ich gebe immer so, also zum einen muss ich immer so sagen, Leute, ich stecke nicht in eurem Privatleben drin. Ich kann nicht die Gedanken von euren Eltern oder so lesen und dementsprechend weiß ich nicht, wie euer Umfeld darauf jetzt reagiert. Ne? Ich kann euch nur so dumme, pauschale Ratschläge geben, die ihr irgendwo im Internet auch lest. So. Ich empfehle den Leuten immer, ich verstehe total, dass du dich outen willst, aber überstürz das nicht und versuch so ein bisschen abzuschätzen, wenn du so merkst, deine Eltern sind voll die ignoranten Arschnasen, dann würde ich das jetzt nicht auf Krampf unbedingt machen, mich dann zu outen, sondern dann vielleicht noch tatsächlich einfach ein bisschen warten, bis ich irgendwie sagen kann, okay, jetzt bin ich 18 oder jetzt habe ich schon mal irgendwie meine Ausbildung und kann dann zur Not irgendwie einfach weg und mir was Eigenes suchen oder so ein Kram.
Natürlich brauchst du trotzdem Leute, mit denen du drüber reden kannst. Also da würde ich dann ganz klar sagen, hier oute dich bei deinen Freunden und so weiter und so fort, denen du vertraust. Mhm. Aber sonst ist es halt, das ist eine super individuelle Geschichte. So, leider gibt es da keine Pauschallösung so richtig. Ja. Krass. Ja, aber ich verstehe, also das ist so ein Phänomen, ne? Dieses so, wenn du sagst so, ja, die waren dann so, ah, oh, ja, lass mal beste Freunde sein und so. Mhm. Das ist wirklich, das ist so... Ich kann dir das auch nicht erklären. Man harmoniert irgendwie dann so viel, viel cooler. Also ich kann dir das nicht sagen, wie was das Phänomen ist dahinter. Ich habe auch immer früher gesagt, oh, ich hätte auch gern so einen besten Freund und dann kann ich mit dem shoppen gehen und sowas. Ich kann dir das nicht sagen, ist einfach da. Ja, es ist halt so ein bisschen, muss man natürlich auch sagen, es ist so ein bisschen die Klischee-Vorstellung, ja, so vom schwulen besten Freund. Ja. So, oh mein Gott, wir gehen zusammen zur Maniküre und dann gehen wir zusammen shoppen, ja, und dann lässt er mir immer Jungs und dann kann er mir die Haare flechten. Ja. Aber genauso gibt es ja super viele schwule Typen, die so Kfz und Fußball und danach schraube ich an meinem Auto rum, so, weißt du? Das ist ja, aber ich verstehe das natürlich voll. Klischees kommen ja auch immer irgendwo her und gibt natürlich viele Fälle, wo das alles zutrifft. Deswegen, ja, ich verstehe das schon so ein bisschen. Kannst du mich mal irgendwann schminken können? Wenn du so ein komplettes Clown-Gesicht haben willst wie ich, dann ja. Ich habe schon oft versucht, Menschen dezent zu schminken. Nee. Das klappt nicht. Aber kannst du kein dezentes Make-up? Nee, gar nicht. Gar nicht. So natural stuff, da bin ich, da übe ich nach wie vor. Ja. Lol. Okay, ja, wild. Wie hast du dir das alles beigebracht? YouTube-Tutorials oder was? Alles YouTube, ganz genau. Ich saß teilweise irgendwie bis um 3 Uhr nachts in meinem Zimmer und habe dann mir das Gesicht angemalt, nur um mich dann direkt wieder abzuschminken so. Ja. Und was mir auch sehr geholfen hat, war die Sendung RuPaul's Drag Race, falls dir das was sagen sollte. Es ist so die amerikanische Reality-Show, ist im Prinzip ein Wettbewerb, wo Drag Queens gegeneinander antreten und am Ende gewinnt eine. Mhm. Und da gibt es jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, 30 Staffeln in verschiedensten Ländern von. Und jetzt auch seit irgendwie einer Woche in Deutschland, die allererste Staffel Drag Race Germany, super geil. Ja, und da lernst du halt super viel so über die ganze Drag-Szene, so die Umgangssprache, die da so benutzt wird und so weiter. Und das ist, ja, cute. Was, also wenn man so sagt, ja, ich will das jetzt auch machen, was gehört denn alles dazu? Es ist ja jetzt wahrscheinlich nicht nur Schminken und Verkleiden, oder? Warte, wie war das? Genau. Eine gute Freundin und Kollegin von mir hat mal gesagt, jeder kann Drag machen, aber nicht jeder hat das Zeug dazu, eine Drag Queen zu sein. Ah, okay. Und das fand ich einen sehr passenden Spruch. Ich finde, natürlich kann sich jeder kann sich schminken, jeder kann sich eine Kunstfigur ausdenken und ne und so weiter und so fort. Aber so auf eine Bühne gehen zu können, Leute unterhalten zu können und was weiß ich, man drückt dir ein Mikro in der Hand und du moderierst da einfach mal improvisiert eine Stunde die Bühne runter oder so, so einen ganzen Kram. Das sind so Sachen, die machen für mich einen guten Drag-Künstler aus. Und ja, deswegen, da gehört schon so ein bisschen was mehr dazu. Also ich finde, Ich hab da schon so einen gewissen Qualitätsanspruch an mein Drag, ja. Ja, das stimmt. Das merkt man aber auch. Das ist schon Premium. Aber machen das vermehrt Männer? Machen das auch Frauen? Das machen auch Frauen. Drag ist, wie so vieles auf der Welt, auch eine super männerdominierte Szene. Ja. Da verschwimmen die Grenzen mittlerweile aber wesentlich mehr. Und das finde ich auch ganz cool, weil Drag ist am Ende des Tages so für alle da. Mhm. Und das ist dann egal, ob du Mann oder Frau bist oder wie auch immer. Solange du daran Spaß hast und das Ganze dir Freude bereitet und du damit niemandem wehtust, kannst du Drag machen. Und wer was anderes sagt, da pelzt du dir ein Ei drauf. Mhm. Okay. Hm. Ja. Ich stelle mir das anstrengend vor. Drag ist das Unbequemste der Welt. Das ist ganz schrecklich. Ja, ich weiß auch nicht, wie die Schminke auch immer so hält. So. Ich habe das Gefühl, je mehr du raufklatschst, desto besser hält es. Wirklich, ja. Ja, irgendwie schon, ja. Ich weiß nicht, wie viel Geld du schon für Make-up ausgegeben hast. Ach, also schon natürlich ein bisschen was. Leute fragen mich immer so, was gibst du monatlich für Geld aus, weil, für Make-up? Weil sie immer so denken, sie sind immer so der Meinung, oh mein Gott, der muss ja Unsummen im Monat raushauen. Ich kaufe mir vielleicht einmal alle 3 Monate neues Make-up oder so, also nur einen neuen Eyeliner oder sowas, weil ich aber auch einfach die Scheiße aus meinen Produkten rausbenutze, bis sie richtig gammelig sind. Ja. Und der Rest, der hält sich einfach. So eine Palette mit Lidschatten oder so, das verbrauchst du nicht schnell. Also, ja.
man kauft nicht so oft im Jahr, wie die Leute denken. Okay, krass. Ja, ich hole mir vielleicht einmal alle 2 Jahre oder so. Also alle 3 Monate ist schon viel. Naja, wie gesagt, alle 3 Monate mal irgendwie so ein Eyeliner, okay, der leer ist. Ne? Meine Foundation hält das ganze Jahr, meine Lidschattenpaletten, ich habe welche, die sind 2 Jahre alt. Also, Okay. Warum bist du jetzt nicht bei der einen Sendung dabei, wo du sagtest, jetzt ist das in Deutschland? Hast du dich beworben? Beworben habe ich mich, genommen wurde ich nicht. Weil ich bei dieser anderen Sendung war, von der du gerade YouTube-Clips geguckt hast. Wieso kollidiert das denn? Ja, pass auf, das war 2019. Ja. 2019, da war besagte Sendung RuPaul's Drag Race, war schon in vollem Gange in den USA, ne, war richtig geil. Und ProSieben wollte das nach Deutschland holen. Mhm. Ne? Und ursprünglich wurden wir dann gecastet für Queen of Drags, für RuPaul's Drag Race Deutschland. Ja, dann okay. Dann gab es aber Streitigkeiten mit den Rechten und die haben die nicht bekommen. Aber die wollten unbedingt trotzdem so eine Drag-Sendung in Deutschland und haben dann Queen of Drags ins Leben gerufen. War also der billige Knock-off von der amerikanischen Sendung. Oh, ach so. Sehr ähnliches Prinzip, bisschen anders. Es war dann mehr so eine Fusion mit Germany's Next Topmodel, weil wir hatten ja auch Heidi Klum in der Jury, Bill Kaulitz und Conchita Wurst. Und weil ich da mitgemacht habe 2019, war ich jetzt für diese Staffel RuPaul's Drag Race Germany gesperrt. Krass. Wie scheiße. Ja, voll. Und was, wenn eine neue Staffel kommt? Angeblich dürfen wir uns ab der nächsten Staffel bewerben. Ja. Also via Kandidatin von der alten Sendung da. Also ich werd mich wieder bewerben. Ja, ja. Dann gucken wir einfach mal. Und hast du noch bei anderen Sendungen mitgemacht? Ich verliere gerade. Ich war bestimmt noch mal irgendwo. Ja, ich meine, ich habe jetzt gerade, es ist noch nicht ausgestrahlt worden, aber ich bin jetzt irgendwie hier bei kennst du Eni van der Maikluckjes? Nee, diese Backmaus. Das ist die... Ach, die doch, das große Backen immer moderiert und so. Ja, ja, doch. Genau, die hat ja so eine Sendung auf Six. Da bin ich jetzt Ende des Jahres zum Backen bei ihr. Das hatten wir aufgenommen. Und fingers crossed, ich will unbedingt zum großen Promi backen. Unbedingt, so in Full Drag. Das ist so. Wann ist das? Das läuft einmal im Jahr. Ach so. Ja. Ja, bist du genommen. Ja. Ja. Wenn nicht, dann... Verklagen wir die einfach. Warum machst du nicht dein eigenes Format sowas? Ich bin froh, dass du fragst. Ich habe ein eigenes Backformat. Ah ja, erzähl mal. Ne? Mhm. Ja, es ist halt ein Social-Media-Format. So. Hauptsächlich wird damit TikTok bespielt, aber halt auch YouTube. Es nennt sich Only Cakes und es ist halt so ein Comedy-Backformat. Ja. Wie oft machst du das? Momentan nicht so oft, aber eigentlich mache ich eine Staffel im Jahr an Weihnachten. Aber ich bin gerade dabei, so zwischendurch so Gäste einzuladen und dann unterhalb des Jahres dann auch so Folgen rauszuhauen. Ich hatte jetzt zuletzt gerade Tante Marianne, die ist Social-Media-Phänomen, die ist bekannt geworden durch so die ganzen RTL-Formate, so dieses ganze Assi-Stories-Gedöns und so. Und du hast bestimmt schon mal irgendwo einen Clip von ihr gesehen. Oh, ist das die? Was ist denn hier los? Oh. Genau die. Ja, und mit der habe ich gerade gebacken. Und Gerüchteküche, wir arbeiten eventuell gerade an einem Podcast. Maria, was? Und ich. Hey, wie witzig. Ja. Ja, da treibe ich dann so meinen Schabernack. Will ich noch voll ausbauen? Ich will, dass das einmal im Monat mindestens passiert, mein Backformat, aber... Ja. Hast du noch mehr Formate? Ich habe noch ein Format, das nennt sich Arias fast hilfreiche Ratschläge. Das ist auch Instagram und TikTok, wo halt Zuschauerfragen beantwortet werden. Und ansonsten gibt's das, was auf den Tisch kommt. Warum machst du denn nicht so, dass du so Leute holst und die als Track machst da? Als Track, wie nennt sich das? Ich will nicht verkleiden sagen, das ist falsch, oder? Kannst du voll, ist alles gut. Das ist sehr lose Begrifflichkeiten. Ich glaube, das ist mehr so ein persönliches Ding. Ich habe das Gefühl, das wurde halt schon 1000 Mal gemacht. Und ich habe das auch schon 1000 Mal gemacht. Ich habe schon alle möglichen Leute geschminkt so. Weißt du, deswegen ist man dann so, das haben die Leute alles schon gesehen. So. Ja, aber es gibt niemanden, der das so drauf hat und die Leute in Drag verwandelt. Hä, warum machst du das denn nicht? Oh mein Gott, wenn ich das könnte, ich würde es jeden Tag machen. Hä, das ist voll gut.
und anschließend noch irgendwas anderes. Obwohl nicht anschließend, das dauert bestimmt 2-3 Stunden, oder? Also, wenn man jetzt in Betracht zieht, angenommen, ich wäre in Drag zum Schminken, dann müsste ich mich ja vorher zurecht machen. Dann mache ich die andere Person zurecht. Das sind schon mal insgesamt locker so 5 Stunden oder so. Also beides zusammen, wenn ich jetzt mich und eine andere Person schminke. Und danach noch irgendwas machen, ja, weiß nicht. Dann. Wie lange brauchst du für eine Person? Wenn ich jetzt, angenommen, ich würde dich schminken, dann wäre ich so in 1,5 bis 2 Stunden fertig, denke ich. Krass. Ja. Kennst du unser Format Cook and Wine? Nein. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Kennst du nicht? Nee. Weil ich gerade die ganze Zeit im Chat lese und ich glaube, ich würde das auch gern machen. Was genau? Jetzt saufen und kochen, oder? Ja! Also Asta und ich, wir haben da so ein Format, das nennt sich Cook and Wine. Wir kochen halt, aber der Fokus ist halt nicht auf dem Kochen. Wir trash-talken einfach. Wir sind so am ohne Filter einfach rausballern und quatschen und nebenbei Wein-Sau trinken. Und wir hatten letztens auch Gäste da und wir wollen öfter Gäste einladen. Und ich denke, das wäre so wunderbar, wenn du uns vielleicht als Gast dabei bereichern würdest. Das wäre doch das Premium. Ich würde die Einladung dann annehmen, doch, ja. Gut, dann machen wir das. Dann klingt sehr amüsant. Und dann machen wir das. Ach, schön. Ah, das wird schön. Cool. Haben wir schon mal den nächsten Gast ready. Okay, haben wir das schon mal geklärt. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Mein Gott. Hast du dann man tut, Drag, was man kann. Ich weiß nicht, ob das... Da wüsste ich zum Beispiel nicht, ob jeder dann als Drag da sein sollte oder nur du. Das ist mir so, ich denke, boah, ich glaube, das ist viel zu viel Aufwand, wenn alle drei. Also wenn ich 3 Leute schminken muss, dann hast du schon mal einen 8-Stunden-Drehtag rum, bevor Alter. Irgendwas passiert ist, so nach dem Motto. Alter, nächstes an den anderen. Okay, ja, krass. Okay, das wird cool. Ja, der Chat war gerade so, einladen. Hast du Chat nebenbei offen? Ja, habe ich, ja. Ah, ja, sehr gut. Seid nett. Die sind immer nett. Dein Chat ist, glaube ich, einer von denen, die so super, super süß sind auf Twitch. Ja, die wurden auch erzogen. Da haben wir ja gearbeitet und jetzt ist hier nur noch, man kann hier nur mit verifizierter Handynummer schreiben. Finde ich gut, finde ich wichtig. Ja. Am besten mit Perso einsenden oder so. Ja, Handynummer ist schon Premium. Okay, das dazu. Du kannst singen. Also, ich muss immer ein bisschen dieses, ich bin voll hässlich. Muss ich immer so ein bisschen ablegen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann so singen, dass man keinen gänzlichen Ohrenkrebs kriegt. Ja. Aber ich bin keine Mariah Carey. Ja. Aber es klingt trotz. Ich bin ein durchschnittlicher Sänger, möchte ich behaupten. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Durchschnittlich kann man. Und es ist dir unangenehm, dich zu hören? Ja, absolut. Das finde ich ganz schrecklich. Aber nur beim Singen oder auch wenn du moderierst? Sprechen ist, das ist mir alles egal mittlerweile. Da habe ich mich komplett dran gewöhnt. Okay. Ich könnte mich den ganzen Tag reden hören. Das ist kein Thema. Aber Singen ist so die Abschlussprüfung. Da werde ich mich, glaube ich, nie dran gewöhnen. Und was ist, wenn du gebucht wirst für, hey, sing mal auf der Gamescom? Machst du? Dann sage ich ab. Wirklich? Nein, also letztes Jahr zum Beispiel wurde ich mit Anni auf der TikTok-Bühne gebucht und da haben wir dann Let's Sing gespielt. Da habe ich also auch, haben wir ABBA gesungen. Ah, ja. Aber das war ja mehr so ein Comedy-Ding. Also ich würde jetzt nicht irgendwie, so wie eine IFA zum Beispiel, mich auf einer Musikbühne buchen lassen, wo Leute dann sagen, oh mein Gott, wir kommen jetzt zum Area Sing zu hören. Aber auf so einer Bühne, wo es komplett um was anderes geht, so als Gag mal so einen Song rauszuhauen, das würde ich machen, ja. Okay. Du hast ja geballert, du hast ja letzte Gamescom so geballert, ne? Auf dieser Omen-Bühne. Warst du jeden Tag komplett? Jeden Tag, von morgens bis abends bin ich um 6 aufgestanden, geduscht, rasiert, geschminkt und dann irgendwie ab 9 war ich dann bis 19 Uhr in Drag jeden Tag. Und hast du dann auch noch irgendwas gemacht? Danach? Nee. Das ist so das Ding, weißt du, Gamescom ist ja immer großes Familientreffen, sind ja alle da. Yeah. Und dann fragen natürlich auch 1000 Leute so, ey, wollen wir heute Abend noch das machen? Komm zu der Party, komm ins Experion oder was auch immer. Und ich hänge da dann so, nein, verpisst euch, ich bin tot.
Weißt du, da habe ich wirklich abends einfach keine Energie. Also ich lebe dann nur auf der Gamescom und danach passiert gar nichts da. War das so, wie viele Gamescom war das? Zweite. Die zweite. Und letztes Jahr warst du da? Ja, letztes Jahr und dieses Jahr jetzt. Und letztes Jahr hast du auch geballert? Habe ich auch geballert, einen Tag weniger, aber da bin ich dann irgendwie jeden Tag zwischen 5 verschiedenen Hallen rumgelaufen, also das war nochmal anders. Ja. Und dann, als der arme Henke krank wurde, noch den Rest allein durchgezogen? Wirklich? Ich hatte ja Unterstützung dann noch. Ich hatte ja, der Mori ist dann zwischenzeitlich zu mir gekommen, Fischkopf war nochmal mit mir auf der Bühne und ich glaube, eine Stunde habe ich alleine gemacht dann noch oder so. Alter. Also, krass. Aber das ist halt so mein Ding, weißt du, gib mir ein Mikrofon und stell mir Leute hin und dann kann ich mich da ewig unterhalten. Das ist so. Was ist so das Maximum, was du da so könntest? Von Zeit? Ja. Das kommt drauf an, ob wir jetzt Programmpunkte haben. Also so wie es jetzt auf der Omen-Bühne war, wir hatten ja irgendwie nach jeder Stunde gab es halt irgendwie Programm. Das war easy, das könnte ich den ganzen Tag machen. Aber wenn ich, keine Ahnung, wenn du mich jetzt hinstellst und sagst dann, hier film mal 3 Stunden so alleine, dann wäre es halt hart. So, ich mach das, aber dann kommt halt auch wahrscheinlich der größte Scheiß dabei raus. So. Also, gab es da schon mal eine unangenehme Bühnensituation? Ey, zu Anfang, als ich mit Drag angefangen habe, habe ich ganz oft Auftritte gehabt, wo man richtig gemerkt hat, oh, das Publikum finde ich richtig scheiße. Ja. So, das ist, ja, ich habe jetzt zu Anfang noch ganz andere Arten von Auftritten gemacht. Ja. Halt so wirklich mit so Stand-up-Comedy und halt so Show-Performances und so weiter. Damit habe ich ja eigentlich angefangen, Drag zu machen. Und wenn du dann auf einer Veranstaltung gebucht wirst, wo Leute hingehen, um Spaß zu haben und nicht dahin gehen, weil sie eine Drag Queen sehen wollen und du dann trotzdem da bist, so nach dem Motto, dann wirst du in ein Publikum geschmissen, die so gar keine Berührungspunkte zu dir haben, so keiner ist explizit wegen dir da und dann reißt die erstmal rum. Das ist hart. Aber du hast es gemanagt. Trial and Error ist, glaube ich, so. Ja. Ja. Aber hast du denn prinzipiell schon mal so schlechte Erfahrungen mit gehabt, dass du irgendwie dumm gemacht wurdest oder so deswegen? Definiere dumm gemacht. Naja, beleidigt, in weirde, unangenehme Situationen gerutscht. Die letzten beiden Jahre Gamescom. Erste Gamescom, auf der ich war, letztes Jahr. Da hat einer versucht, mich zu schlagen, tatsächlich. Nein! Doch, mitten auf dem Flur. Bin einfach nur da langgelaufen und dann hat er versucht, mich von hinten zu schlagen und mein Manager hat ihn dann damals noch abgehalten. Und dieses Jahr hatten wir auch, klar kriegst du andauernd irgendeinen dummen Spruch hinterhergerufen, aber hatten wir es auch am, ich glaube, vorletzten Tag bin ich zum Ausgang gegangen und dann erst angepöbelt worden und dann bin ich für Fotos noch kurz stehen geblieben für jemanden. Und da hat sich da so eine Traube von so 4, 5 jungen Männern gebildet, die so auf mich gewartet haben, dass ich quasi, was auch immer die dann wollten. Die wollten in irgendeiner Art und Weise Stress. Gott sei Dank waren die aber ungeduldig und haben nicht so lange gewartet, bis ich weitergegangen bin. Und das ist so ein bisschen gruselig, dass das so gerade auf der Gamescom jetzt so passiert, weißt du? Ich gehe halt sonst in Drag einfach nicht in die Öffentlichkeit, weil ich immer Angst habe, dass irgendwas passiert. Ja. Ne? Ich bin dann wirklich so Hotel ins Uber zur Location und da werde ich dann von irgendwem in Empfang genommen. Ja. Und jetzt schon alleine dieses so über die Gamescom laufen und da Angst haben zu müssen, dass dir irgendwas passiert, ist halt schon voll assi eigentlich. Ne? Eigentlich krasse Security. Ich habe jetzt tatsächlich für mich entschieden, es wäre für meine Größe überhaupt nicht notwendig. Ne? Deswegen ist es total lächerlich eigentlich. Aber ich werde nächstes Jahr der Messe sagen, ey Leute, wenn ich wieder da sein soll, dann müsst ihr mir bitte eine Security geben. Ja. Weil ich jetzt 2 Jahre jedes Mal in eine Situation gekommen bin, wo fast irgendwas passiert wäre. Würde ich auf jeden Fall. Weißt du? Ja. Also, und das ist so dumm, weißt du, an jemanden in meiner Größenordnung Security verschwenden zu müssen, so nach dem Motto, weil Leute einfach zu dumm sind. Also es ist so. Nee, so verschwendest du das nicht. So klein bist du jetzt auch nicht. Du weißt, was ich meine. So im Vergleich jetzt, was weiß ich, da sind Leute, die laufen da rum, da brauchst du wirklich Security, weil da sonst Massenpanik entsteht. Ja, okay. Ne? Und ich sollte als normaler Mensch noch voll easy da rumlaufen können, ohne dass da sowas nötig wäre, so, weißt du? Ja. Ja, aber es gibt halt so richtige Vollhorste, die, ja. Das ist wichtig, mach voll. Das.
Ja, hab ich jetzt einfach so entschieden. Sicherheit geht vor. Ja. Bist du noch auf anderen Conventions dieses Jahr? Ich bin noch auf der Comic-Con in Stuttgart, bin ich noch. Mhm. Ich bin seit 2 Jahren jetzt auf der Comic-Con vertreten und seit letztem Jahr bin ich da Mitorganisator. Mhm. Wir haben da so einen queeren Bereich aufgebaut, die Queer Avenue, das ist dann so eine große Ecke auf der Comic-Con, wo halt, was weiß ich, super viele Drag Queens, Aufklärungsstände, irgendwie Make-up, ja. Perücken und so alles Mögliche. Also so, man könnte auch so ein bisschen sagen, es ist so eine Art Safe Space, wo halt so, ja, sich alle so ein bisschen treffen können und dann auch mal so Berührungspunkte kriegen, wo sie vielleicht vorher noch nichts hatten mit Drag oder so. Das ist cool. Ja. Und noch was? Ansonsten keine Conventions, nee. Gehst du auch so, würdest du sagen, du gehst auch privat zu Conventions oder nur, wenn du gebucht wirst? Bisher bin ich nur hingegangen, wenn ich gebucht werde, aber ich würde auch privat hingehen. Mhm. Oh. Ich muss aber dazu sagen, ich bin so ein kleiner Introvert und auch so eine faule Sau ganz oft. Und bin dann oft so, okay, du könntest jetzt dieses Wochenende dahin fahren. Man kann es auch lassen, so. Kein Polaris. Ja, ist so, keine Polaris. Das sind doch alle. Ja, vielleicht sollte ich privat mal hingehen. Kommt, ja. Kommt die noch? Ist die schon gewesen? Die ist im Oktober in Hamburg. Ja, vielleicht gucke ich dann da mal vorbei. Ja, und dann kann man mal abends mal weggehen. Oh, das wäre eigentlich voll nice. Ja, dann habe ich nämlich mal Energie. Ja. Ja, ist so, du gehst ja nie entspannt dahin, ne? Nee, sowieso. Drag ist nie entspannt. Du solltest mal ohne machen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber würdest du dich als introvertiert beschreiben? Ich glaube, das ist so durch die Corona-Zeit ganz schön dolle gewachsen. Also da habe ich, glaube ich, so voll mein Introvert gedeihen lassen. Ja. Und ich glaube, ich bin noch dabei, das so ein bisschen abzulegen. Aber ich finde, als Streamer neigst du auch super doll dazu, so zum Einsiedlerkrebs zu werden. Ja, ja. Weißt, was ich meine, oder? Weiß, was du meinst, ja. Es ist immer wie so ein, ich habe auch so manche Momente, da warte ich an der Tür, da gucke ich in meinem Spion und wenn der Nachbar noch nicht im Fahrstuhl ist, dann gehe ich nicht raus. Aber für Gamescom 100 Bilder machen, Gespräche, let's go, aber nicht beim Nachbarn klingeln wollen, weil der hat ein Paket für mich. Das ist so dumm. Also bei mir ist es halt so dieses so, oh, keine Lust auf Menschen, so, ja. Nee, auch nicht rausgehen, so, dieses so, ja. Da, ich gehe auch ganz oft einfach bewusst abends einkaufen, weil ich mir so denke, so, oh, dann sind so alle weg, so, Ja. Ja. Ticket-Akkreditierung kriegt er von uns bei Bedarf. Ah, guck, ich lese es gerade. Wenn du auf die Polaris Ehre. Willst. Ist das ist voll süß. Alles ja, dann machen wir doch einfach Polaris Date 2023. Ja, wir sind alle. Auch die kompletten Back-to-School-Leute sind da alle. Oh, das ist nice. Oh, das war so witzig. Das war sehr funny. Es war so warm. Wir haben alle gestunken und geschwitzt. Richtig schön. Vor allem du in deinem mega Outfit, Alter. Junge! Ja, Drag im Sommer ist dann immer so. Alter! Ja, gibt's dann also unter. Hast du dann so, wo du sagst, im Winter hast du andere Outfits, die du anziehst? Nee, aber da ist es einfach generell ein bisschen bequemer, weil du halt wirklich weniger schwitzt. Ja. Ne? Und dann läufst du da rum mit deinen 4, 5 Strumpfhosen und denkst dir so, ja, angenehm. Wie viel Perücken hast du? Perücken sind Verbrauchsgegenstände, deswegen muss man irgendwann auch welche wegschmeißen. Aber momentan denke ich mal irgendwas zwischen 20 und 25 oder so. Und alle fertig gestylt? Ja. Auf Köpfen? In der Regel. Nicht in Tüten? Ja, manche fliegen manchmal so ein bisschen rum. Ja. Aber ja. Wäre denn Cosplay was für dich? Ja, schon. Ich habe öfter mal überlegt, so einfach mal so richtig geil Cosplay ist schon lustig. Ja. Ich habe auf der Comic-Con hatte ich die letzten beiden Jahre so ein Cosplay angehauchtes Outfit. Im einen Jahr war ich quasi Waluigi in Drag. Und letztes Jahr war ich die Drag-Version von Jessie aus Team Rocket. Das ist geil. Gibt's da Fotos von? Ja, auch. Mhm. Auf meinem Instagram, da musst du dann aber jetzt irgendwie ein bisschen zurück scrollen. Mann, ich dachte, ich finde es direkt. Okay. Wild. Du hast Tattoos.
Ich habe Tattoos, ist richtig. Wie viele Tattoos hast du? Wie viele? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Also diese ganzen Ranken ziehe ich mal als ein großes. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, I guess. Haben die alle eine Bedeutung oder nur hübsch? Einfach, ich habe mir gesagt, ich möchte meinen Arm möglichst abstrakt aussehen lassen und so alle möglichen komischen Sachen hier raufklatschen. So was weiß ich hier, so ein fucking Fisch, der einen Augapfel hat und so. Also es ist alles, irgendwie okay. So ein bisschen absurd einfach. Aber ich will nie. Geht dann bis, ich will jetzt keine Nippel zeigen, aber hier geht bis auf die Tatas. Wow. Man hat Nippel gesehen. Das ist ja Männer dürfen ja Nippel sagen. Unfair. Das ist ja die Doppelmoral auf unfair. Twitch immer. Unfair, ich will auch Nippel. Nein, will ich nicht. Ihr habt's hier gehört. Jen hat Bock, die will Nippel zeigen. Jetzt kommen sie alle mit der Kreditkarte. Oh Mann. Gibt's irgendwas, was du noch unbedingt so machen willst? So ausprobieren willst irgendwas? So im Leben generell? Ja. Ich weiß nicht. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe so ein bisschen so ein... Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich habe schon ziemlich viele, ziemlich geile Sachen machen dürfen in meinem Leben. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich habe aber immer so das Gefühl, so, sobald ich irgendwas Geiles, Krasses gemacht habe, so... Ja, war ja jetzt nichts Besonderes so. Hätte ja jeder andere auch machen können, so, weißt du? Ja. Kennst du bestimmt so dieses so, ja gut, dann habe ich jetzt halt dieses krasse Event irgendwie mitgemacht oder so. Ja gut, bäh, ja. Ne? Das ist so ein bisschen so ein, ja, so eine Art Imposter-Syndrom oder so. Dass das alles so, weiß ich, man spielt das selber so sehr runter. Deswegen, ich glaube, ich habe gar nicht so das krasse Bedürfnis so, oh, ich muss unbedingt noch das oder das machen, weil mein Leben einfach durch den Beruf schon echt abwechslungsreich ist, glaube ich. Was hast du denn alles gemacht? Wo du sagst, ja, habe ich alles schon gemacht. So, ich habe eigentlich echt viel machen dürfen. Ich habe erstmal bei der fucking Fernsehsendung mitmachen dürfen, bin dafür in die USA geflogen, habe da alle möglichen Promis treffen dürfen. Ich war bei Germany's Next Topmodel schon im Finale auf der Bühne. Ich war bei anderen TV-Geschichten zu Gast. Ich war auf der Gamescom auf irgendeiner fetten Bühne unterwegs. Ich darf irgendwelche krassen Events moderieren. Ich krieg hier zu Hause Besuch für einen YouTube-Dreh von irgendwelchen Leuten, wo ich mir so denke, es ist so absurd, dass die überhaupt zu mir nach Hause kommen. Weiß nicht, hab Kontakt jetzt irgendwie zu so Leuten, wo ich immer so gefangirlt habe, die jetzt aber einfach so zum Umfeld gehören. So, das sind alles so Sachen, das ist so krass surreal, dass man das so, weiß ich nicht, dass man das alles so machen darf momentan. Ja. Süß. Das ist wild. Aber gleichzeitig bin ich auch, manchmal habe ich das Gefühl, Alzheimer geht schon los bei mir. Ich habe so viele Gedächtnislücken manchmal. Ich vergesse schon manchmal Dinge, was ich alles überhaupt so gemacht habe. Also wenn ich Instagram nicht hätte, da hätte ich wahrscheinlich viele schon vergessen. So, ach ja, du hast ja mal das und das gemacht. So, Ja, Social Media hat auch seine guten Seiten. Ist wie so eine Art Tagebuch manchmal. Voll, absolut. Ja. Bei welchen Promis hattest du schon mal so richtig Fangirl-Moment? Witzigerweise habe ich das bei Promis, also was man so im Allgemeinen als Promis bezeichnet, habe ich das weniger bei so Fernsehgesichtern. Meinen letzten richtig großen Fangirl-Moment hatte ich bei Hand of Blood tatsächlich. Echt, ja? Ja, witzigerweise. Weiß ich auch gar nicht, warum. Weil ich, glaube ich, so einen extrem tiefen Respekt vor Max habe. Ja. Das ist, glaube ich, so... Er hat so, glaube ich, alles erreicht, was ich mal erreichen möchte. Und das ist so, da ziehe ich immens meinen Hut vor. Wie würdest du das definieren, was er erreicht hat, was du erreichen willst? Hat erstmal super lustigen, geilen Content selber gemacht, sich dann ein riesen Team um sich herum aufgebaut und eine Firma gegründet und macht damit jetzt noch größeren, noch geileren Scheiß und kann die fettesten Projekte machen, so, weißt du? Ja. The possibilities are endless. Ja, dass du sagst so, boah, ich hab Bock auf das, Schnipp, lass mal machen, geht ja easy umzusetzen. Ja, so nach dem Motto. Ja, das ist schon geil. Meinst du, du schaffst das irgendwann?
ja, ich bin ein sehr krasser Optimist und vor allem habe ich auch einen gesunden Größenwahn. Mhm. Und ich habe mir gesagt, ich schaffe grundsätzlich alles, was ich mir in meinem Leben vornehme. Und da gibt es auch gar keinen Zweifel dran. Und wenn irgendwas im ersten Moment nicht so läuft, dann ist das aus einem guten Grund. Und nur deshalb, weil es zu einem anderen Zeitpunkt noch besser laufen wird. Sehr gut. Ich bin gesund, super. Es ist so ein bisschen so manifestieren irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Aber bei dir mangelt es auch nicht so an Selbstbewusstsein, ne? Auf der einen Seite definitiv nein. Ja. Auf der anderen Seite bin ich aber gleichzeitig so mein größter Feind und nichts, was ich mache, ist für mich gut genug. So. Oh, ja. Ja, so ich gucke, es ist halt wirklich so, wo wir bei den Videos von vorhin waren, wo andere sich das angucken und so sagen, hä, ist doch voll okay, bin ich dann so, ich finde es ganz schrecklich so. Ich kann gefühlt ein neues Video aufnehmen, guck mir das einmal an, dann ist so, okay, gucke ich es mir nochmal an, reicht. Und gucke ich es mir nochmal an, okay, war komplett scheiße. So, es ist so, ja. Du musst es ablegen. Ja, das fällt mir noch mit am allerallerschwersten. Du hast so krasse Sachen gemacht. So die Sachen zum Beispiel, die ich so zum ersten Mal sehe, ich denke mir, Alter, so, das ich will jetzt auch. I love you. I wanted a shield from you. So. Ein Schild. Ein Schild kann ich dir basteln, ist kein Problem. So, das ist so schade. Das ist sehr süß. Aber es ist auch irgendwie bei vielen so, dass man so, das, was man so, ja. Es fällt einem schwer, stolz auf das zu sein, was man so macht manchmal. Beziehungsweise man erkennt es selber nicht so gut, glaube ich. Ja, okay. In Ordnung. Eigentlich ist es ja nicht in Ordnung. Eigentlich müssen wir viel stolzer auf uns sein. Ja, aber ja, setz das mal einfach so schnell um. Boah, ich bin so geil, Mann. Das ist so geil, was ich mache. Ja, ist so. Also, aber gleichzeitig... Eben, gleichzeitig musste, aber finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Ich finde, man muss immer sehr reflektiert bleiben und vor allem darf man nichts für selbstverständlich nehmen. Das finde ich immer so, ja, sehr important. Ja. Ist es denn, weil du weißt ja auch so, beim Finale durftest du auftreten bei GNTM und so, ist das denn wirklich so bei diesen ganzen Serien, dass du eigentlich so ein paar Dinge nicht sagen darfst? Ja, ne? Definiere, nicht sagen darfst? Naja, ich kriege ja immer so ein bisschen Drama hier, Drama damit, so, oh, ich darf nicht drüber reden, jetzt ist der Vertrag endlich durch, jetzt darf ich drüber reden. Ist das so, dass du da gewisse Dinge halt einfach nicht in der Öffentlichkeit erwähnen darfst? Oder dürftest also, du jetzt komplett frei Schnauze reden? Über die Sachen, die ich gemacht habe, kann ich dir alles erzählen. Okay. Ja, okay, ja, also du warst ja nicht als Kandidat bei GNTM. Nee, aber wir hatten bei Queen of Drags, war ja wie gesagt über ProSieben und eine Heidi Klum Produktion. Es war im Prinzip 1:1 Germany's Next Topmodel mit Drag Queens. Wir haben wahrscheinlich 1:1 dieselben Verträge gehabt und wir hatten auch komplett dasselbe Produktionsteam. Also wir haben mit den Leuten gedreht, die sonst Topmodel produzieren. Deswegen, ich bin da... Für uns war das alles super entspannt. Ich musste dazu sagen, man hört ja die ganzen Sachen, was so über Topmodel und so weiter und so erzählt wird. Ne? Ich kann so rein vom Dreh das überhaupt nicht wiedergeben, weil bei uns war alles richtig, richtig toll. Ja. Das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges. Auf der einen Seite, glaube ich, natürlich sind da super viele sehr junge Kandidatinnen, die Dinge manchmal auch ein bisschen anders wahrnehmen. Wo zum Beispiel Situationen, die wir beim Dreh irgendwie hatten, wären bestimmt, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich die wahrscheinlich auch noch anders gehandelt und anders wahrgenommen. Ich glaube, bei Topmodel ist viel das Problem, dass die Kandidatinnen auch einfach zu jung sind, um mit dem Druck da umzugehen. Ja. Ich glaube, wir hatten so den Vorteil, dass wir halt schon alt und gefestigt genug waren. Bei uns war niemand irgendwie 16 oder sonst was. Ja. Wir waren eigentlich alle irgendwie 20, 22 oder so, manche älter. Dass wir da einfach schon standhafter auch im eigenen Charakter waren. Ja. Ich glaube, wir konnten das einfach alles besser handeln und ich glaube, das ist, kommt, glaube ich, sehr viel darauf so an. Ja, ja, das ist, weiß nicht, also das ist ja, das macht auch immer so den Eindruck, als können die halt einfach mit diesem Druck nicht umgehen und ja, deswegen fand ich das immer so ein bisschen weird. Ja, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, von wegen so Geheimnisse leaken und so weiter, wenn du einen Vertrag hast, dann darfst du halt einfach nichts sagen zu aktuellen Drehgeschehnissen oder so. Also irgendwie, was jetzt alles noch nicht gezeigt wurde oder wie auch immer. Ja. Ne? Aber ansonsten sind solche Verträge in vielen Fällen jetzt nicht so krass. Also, aber das ist nicht so, dass du da mit Leuten im Haus warst zusammen über mehrere Tage, oder? Doch. Darfst du ein Handy dabei haben?
Nee, das mussten wir abgeben und das haben wir dann aber an den Wochenenden bekommen. Oh, das kannte ich nicht. Das geht einfacher, als du denkst. Du hast in so einer Situation, in so einem Wettbewerb, hast du ganz andere Dinge um die Ohren. Boah. Ohne, also am Wochenende darf man. Am Wochenende durften wir. Dürfen die Topmodel-Mädels, glaube ich, nicht. Ja. Aber uns hat man vertraut, weil wir halt auch, glaube ich, einfach alle älter und reifer ja. waren. Also, aber ja, aber also Social Media durftet ihr gar nichts machen. Wir durften nichts posten, was irgendwie verlauten lässt, wir sind hier und machen dies und jenes. Aber wir wurden halt, weißt du, das waren dann so Sachen, wir durften am Wochenende dann irgendwie in die Stadt gehen und irgendwelche Clubs besuchen und dann landeten wir auf einmal in irgendwelchen Instagram-Stories von irgendwelchen schwulen Clubs oder so und dann waren die Leute in Deutschland so, ah ja, da sind sie, alles klar. Ah, Leute. Also, wie ja. dumm. Ja, krass. Ja, war cool. Schon eine sehr interessante Erfahrung, sowas mal von einer anderen Perspektive mitmachen zu können. Ich glaube, du machst aber ganz vielen Sendungen mit. Bock hätte ich. Ja. Also, gibt viele Sachen, wo ich so sagen würde, das mache ich nicht, weil das finde ich assi. So hier von wegen, ich bin ein Star, holt mich heraus oder so, würde ich ums Verrecken niemals machen. Tja, ich denke so Big Brother würde ich noch so sagen, ja, vielleicht. Was ist mit so trashy, so Are You The One und sowas? Was weiß ich zum Beispiel gar nicht, welches Format ist das? Es gibt so, okay, pass auf, das ist so ein ganz anderes Universum, das ist auch eine ganz andere Bubble. Zum Beispiel Are You The One, da sind dann so 10 Leute oder so drin oder 20 und die werden vorher halt so psychologisch irgendwie durchgecheckt, das ist bewiesenermaßen den einen Partner für dich in diesem Haus gibt. Also es gibt immer 20 Personen und es gibt 10 Pärchen, die wirklich zusammengehören. Rein psychologisch. Und das müssen die halt rausfinden. Und dann darf immer einer an einem Abend, ein Pärchen immer in so eine Box reingehen. Und dann dürfen die sich testen, ob die jetzt das Pärchen sind oder nicht. Und dann entweder grünes Licht oder rotes Licht. Und dann haben die sich natürlich schon so ein bisschen verknallt und die haben so rumgemacht und so und dann so, scheiße, wir sind doch nicht das Perfect Match, scheiße, sind wir doch nicht. Und dann ist natürlich das Ding, machen die jetzt mit jemand anderen rum, bleiben die zusammen, weil sie wollen ja, das Ziel ist ja, dass sie alle die Perfect Matches finden bis zum Ende der Sendung, damit alle Geld bekommen. Sowas ist das. Dating-Shows bin ich komplett raus. Ich eigentlich auch. Ich habe vor kurzem erst angefangen. Es ist wie ein Unfall. Du kannst nicht weggucken. Nee, ich meine so vom Teilnehmen her. Da, okay. Also da wäre ich raus. Ich habe jetzt vor kurzem gerade Love Island gebinge-watched. Ja. Aber ja, also, nee, gar nicht wahr. Too Hot to Handle war das. Das habe ich gebinge-watched. Ja. Aber so Dating-Formate, da wäre ich raus. Okay. Das ist nicht meins. Es ist wirklich eine ganz andere Welt. Ja, absolut. Was viele immer so unterschätzen, sobald du auf dieser anderen Seite von dieser Kamera bist, das macht irgendwas mit dir. Du verhältst dich manchmal ganz anders, als du das privat jemals tun würdest. Ja. So. Das ist ganz verrückt. Ja. Okay, keine Dating-Shows mit dir. Schade. Mhm. Hätte ich mal angeguckt. Was sowas mit Beauty and the Nerd, sowas auch nicht, ne? Ja, was wäre ich denn? Wäre ich Beauty oder wäre ich Nerd? Stimmt. Beides. Ja, aber du zockst nicht, oder? Doch, na klar, ich zock voll viel. Wirklich? Ja. Echt? Was denn so? Klar, ich bin komplett, also vom Streaming her komplett Variety. Ja. Was habe ich denn alles schon gezockt? Super viele Fantasy-Sachen, so Richtung Skyrim, Baldur's Gate und so weiter und so fort. Ich spiele auch Shooter, Fortnite und so den ganzen Kram. So viele Nintendo-Titel, super viele Indie-Games, aber vor allem auch richtig viel Horror. Oh. Ja. So hätte ich nicht eingeschätzt. Aber es ist so sowas wie voll. Baldur's Gate jetzt und sowas? Hab ich gerade gesagt. Ach ja, schon. Aber Teil 1 und 2 auch? Oder jetzt nur, wo du sagst, jetzt neu? Bin direkt, auf den Hype in den dritten Teil mit reingesprungen. Okay, ja. Okay. Ja, ich habe mich gerade überhört. Das ist okay. Ich spiele übrigens auch Baldur's Gate. Ja, okay. Aber was ist mit Baldur's Gate? Hast du auch so ein Lieblingsspiel, so Alltime? Ja, Portal 2. Warum?
Weiß ich nicht. Das hat einfach so ein Special Place in my heart. Dieses Spiel hat so viel Charakter wie kein anderes Spiel jemals. Kam kein anderes Spiel bisher ran. Findest du? Ja, Portal 2 hat so großartige Charaktere. Also das ist... Wie stehst du zu RP? Es ist seit ein paar Wochen immer mal wiederkehrendes Thema bei uns im Stream. Ja. Und ich bin momentan doll am Überlegen, so, ja, ach, sollte man das mal ausprobieren? Ist das lustig? Oh! Weil das. Oh! Ja, tell me more. Wie fühlst du? Wie stehst du dazu? Also, ich finde die Gedanken voll lustig. Ich glaube, ich brauche die richtigen Leute. Ja. Ich glaube, wenn ich da auf Leute treffe, die dann so krass so ihr Ding durchziehen und ich bin die Polizei und du machst jetzt, was ich sage. Ich glaube, dann bin ich richtig angepisst, wenn die so halt nicht so wissen, wie man so miteinander spielt. Ja. Also wenn da jeder so ein Hardcore sein Ding durchzieht, das finde ich, glaube ich, kacke. Ja. Aber so, wenn es eine lustige Geschichte ist, dann... Also würdest du dir zum Beispiel auch GTA-RP zutrauen? Ja, das ist ja explizit das Thema, worum es geht. Es gibt ja viele RP. Ja, gut, klar. Deswegen, das so, stimmt. Ne? Ja, aber... Es geht um GTA, RP also, momentan. Ich habe vor zwei Wochen angefangen. Ich weiß. Es ist absolut Premium. Ich kann es dir nur empfehlen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kann ich dich gerne mit einführen und würde dir sehr den Server ans Herz legen, wo ich bin. Das klingt nach einem sehr guten Angebot, möchte ich behaupten. Ja. Naja, das Ding ist ja wegen, wenn die Leute so durch, oh, du bist Polizei und du machst das und das. Es ist ja so ein Geben und Nehmen. Das ist halt wie, die Leute beschreiben das immer wie Ping-Pong spielen, dass man sich immer gegenseitig den Ball zuwirft. Ich sag immer, das ist wie Impro-Theater. Du sagst nie nein, du sagst immer ja und. Genau. Weißt du? Ja. Und du verlierst auch einfach mal absichtlich oder, keine Ahnung, letztens wurde ich offensichtlich verfolgt, dann fahre ich extra langsam, damit ich auch verfolgt werde, dass diese Geschichte entstehen kann. Ne? Sowas. Sowas, ganz genau, ja. Ja, ich finde manche Leute haben halt nicht so das Feingefühl dafür, wie man mit anderen spielt. Und sind da halt so, ich ziehe jetzt meine Storyline durch, alles andere passiert hier nicht. Ja, so war ich auch. Im Spiel Rust vor zweieinhalb Jahren. Da war ich auch so richtig Power-RP und ja, ich will nie verlieren und ich mache immer alles mein Ding. Ist mir egal, wie die anderen sich fühlen. Das habe ich voll durchgezogen. Richtig dumm. Aber es macht viel mehr Spaß, wenn man das halt nicht macht und miteinander statt ein Gegeneinander ist. Es ist ja auch viel lustiger, wenn man so improvisiert und dann passieren immer unvorhergesehene Dinge, die du nicht planen kannst. Oh mein Gott. So, weißt du? Ey, das passieren manchmal so Momente, wo der Chat manchmal schon schreibt, das ist doch alles geskriptet. Also ja, ich glaube, da hätte ich schon mal echt Bock drauf. Das wäre ziemlich funny. Wo würdest du dich da sehen, charakteristisch? Wir haben schon so ein bisschen gebrainstormt. Ich habe schon verschiedene Ideen gehabt. Ja. Ich hätte so ein bisschen Lust auf so einen offensichtlichen, ich spiele jemanden, der halt auch in dem Spiel dann sich als Frau verkleidet, eine Drag Queen ist. Oh ja. Und die Person geht aber davon aus, dass natürlich niemand weiß, dass die das eigentlich ist. Immer so ein bisschen so dieses Superman-Prinzip, man sieht sie nie am gleichen Ort, so nach dem Motto. Ne? Und dann, was weiß ich, irgendwie so Drag-Taxifahrer oder ich mache meine eigene Kneipe auf oder so ein Bums. Ja, so irgendwas, ich möchte irgendwas Beklopptes einfach machen, was möglichst lustiges Potenzial birgt. Ja, und sowas ist halt immer gesucht, weil ist halt sonst immer viel Flaute. Ist halt immer so, ja, Polizisten, Feuerwehrleute, Krankenhaus, da gibt halt kaum Leute, die halt viel so kreative Dinge umsetzen. Da wärst du voll Premium. Ich kenne halt die Möglichkeiten nicht, die es so gibt. Ja. Also ich weiß nicht, wie grenzenlos man sich so ausleben kann in der Ideenfindung. Theoretisch gibt es kaum eine Grenze, weil wir spielen ja alle mit Fantasie. Und zum Beispiel, wenn du sagst, du verkleidest die Leute als Drag, dann bist du zum Beispiel nicht in der Lage, die zu schminken, sondern dann gehst du mit denen zum Beispiel zum Friseur und dann... oh ja, ich pinsel mal hier was drauf. So, du musst halt so, man muss so viel fantasieren, wenn es ist möglich, begrenzt, aber es funktioniert. Und das, was du vorhast, geht auf jeden Fall. Ja, also ich würde halt, denke ich, so einfach.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mach ich auch irgendwie so. Ach, ich weiß es nicht. Geführte Stadttouren in Drag und ich habe gar keine Ahnung, was ich mache und ach, weiß es nicht. Irgendwas, ja. Du kannst nächste Woche einreisen. Wie oft kommen da neue Leute auf den Server? Einmal am Wochenende immer. Ah, okay. Jedes Wochenende. Das ist wie eine Einreise gestaltet. So am Flughafen kommen die neuen Bewohner an, werden aufgenommen und dann wird mit denen kurz gequatscht, ob die fähig sind, sich auf dem Server einzufinden, ob Technik stimmt und so. Und dann kannst du einfach Freestyle losballern. Okay, das ist ja ziemlich funny. Ja, das ist wirklich cool. Ja, kann man sich mal gönnen, glaube ich. Ja, ich schreibe dir nachher. Bitte darum. Er und Tag am RP geht ja wohl nicht besser als die Eins. Ja, das stimmt. Ja, wir haben auch im RP, bei der Polizei ist auch so. Also jetzt nicht Drag, aber spielt auch jemand. Hatte ich gestern im RP eine Abfuhr bekommen, weil ich so fragte, ob er eine Freundin hat. Und er so, ich bin schwul. Das war sehr, sehr witzig. Richtig auflaufen das lassen. Das war schon echt hart, ja. Du machst so Rent a Girlfriend, habe ich mitbekommen, ja, genau. Ne? Es funktioniert zwar nicht, deswegen improvisiere ich die ganze Zeit jetzt mit was anderem, weil die Leute alle so nett sind. Ja, es ist halt alles Info. Die sind Info. Zu nett? Ja, die sind alle zu nett. Also zum Beispiel, ich habe versucht, eine Woche lang in den Knast zu kommen. Es funktioniert nicht, weil die so nett sind. Weil ich halt so ein nettes Mädchen spiele. Ich habe die Leute verprügelt, so bring mich in den Knast. Ja, nicht in Ordnung, es ist nicht schlimm, sie können gehen. Ja. Ja. Fühl ich gut. Okay. Ja, cool. Was es wird. Freue ich mich auf dich schon. Ja, ist das ja jetzt eigentlich ein mündlich bindender Vertrag. Muss ich das ja machen? Du hast heute schon zwei mündliche Verträge eingegangen. Einmal bei uns bei Cook and Wine und einmal GTAP. Geil. Scheiße, ich bin heute. Und die Polaris 3. Ach, Kacke. Frag mich nicht nach Geld heute. Also, ich habe nur 20 Euro. Bist du ein People-Pleaser, dass du immer Ja sagst? Auf gar keinen Fall. Das habe ich voll abgelegt. Also gerade wenn es so ums Internet geht, manchmal glaube ich sogar, ich bin jetzt mittlerweile zu wenig empathisch. Ja. Aber ich hab sehr gelernt, Dinge nicht an mich ranzulassen oder so. Du bist gerade zu wenig empathisch. Wie? Na, so generell im Internet, wenn so Leute auf mich zukommen mit irgendwelchen Belangen, ich lasse einfach gar nichts mehr an mich ran. So. Ach so. Irgendjemand könnte so zu mir kommen, so, oh ja, keine Ahnung, mein Hamster wird vermisst seit 3 Wochen und hier, oh mein Gott. Und ich bin so, nee. Weißt du, es klingt jetzt total kaltherzig, aber ich finde, gerade bei Streamern wird so Trauma-Dumping betrieben. Ja. Die Leute kommen so rein und sind so, oh mein Gott, mein Leben ist so schlimm und ich habe diese 5 Schicksalsschläge erlebt und so weiter und so fort. Und ich... Mittlerweile bin ich da so, früher hätte Milo sich das alles angenommen und versucht, alle Probleme von allen zu lösen. Und mittlerweile bin ich so, ey, ja, Leben ist voll scheiße, ne? Blöd. Ja. Ja, man härtet halt ab einfach. Ja, voll. Du härtest voll gegen alles ab. Oder du härtest ja auch ab, zum Beispiel, als du mit Social Media angefangen hast, hast du bestimmt auch viel oder teilweise Hate bekommen. Am Anfang nimmt dein das vielleicht so ein bisschen mit, aber irgendwann gar nicht mehr. Oder hat dich das schon immer kalt gelassen? Das hat mich schon immer kalt gelassen. Echt? Ich habe nie mir irgendwelche Kommentare oder sonst was zu Herzen genommen. Krass. Da habe ich irgendwie von Natur aus ein richtig, richtig dickes Fell. Einfach stabil. Einfach sehr stabil gebaut, ja. Aber würdest du sagen, du hast irgendeinen Knacks? Bestimmt. Weißt du, ich finde... diagnostiziert, aber bestimmt. Ich finde immer im Streaming-Bereich, so schon wieder whatever, ich finde, jeder hat immer irgendeinen Knacks. Volle Moppe, ja. Aber gehört doch auch irgendwie dazu, oder? Ja. Deswegen dachte ich, du weißt, ob du einen Knacks hast und ob der auch diagnostiziert ist. Ich bin noch nie beim Psychologen gewesen, aber ich würde es, ja, tatsächlich. Es ist über allerhöchste Eisenbahn, weil ich hatte auch schon so richtig, richtig schlimme Phasen so die letzten 1-2 Jahre. Ja. Ja, ich fände es sehr spannend. Ich müsste es endlich mal umsetzen eigentlich. Ich müsste endlich mal zum Psychologen gehen. Eigentlich schon. Ich finde, es ist sehr gesund, wenn man regelmäßig zur Therapie geht. So, gerade in unserer Branche so. Ja, die Leute, die das immer so verrufen, oh nee, zum Psychologen, dann bin ich ja krank. Das naja, man kann ja, du gehst ja auch prophylaktisch zum Zahnarzt, ja. Weißt du? Also, oh, ja. Das damit du nichts am Zahn kriegst. So, genau das gleiche wie mit dem Kopf. Ja. Gibt es dieses Jahr irgendwas, worauf du dich noch freust? Ich meine, das Jahr ist fast vorbei.
Ja, wenn es vorbei ist, da freue ich mich. Wenn es vorbei ist, freust du dich? Nee, ich freue mich sehr auf Halloween, tatsächlich. Ja. Und ich freue mich auf nächsten Monat, weil da karrieretechnisch sich sehr viel verändert. Was denn? Managementwechsel ist ja auch immer spannend. Ja, wow. Ist immer sehr, sehr spannend. Darf ich jetzt noch nicht genauso drüber reden, aber ihr erfahrt das dann in meiner Instagram-Story. und die Comic-Con im Dezember, da freue ich mich auch sehr. Mhm. Und Halloween war einfach geil. Man kann jetzt nicht von Tradition sprechen, weil ich habe es erst einmal gemacht und letztes Jahr musste es wegen meinem Umzug ausfallen. Aber ich möchte jetzt immer so ein Halloween-Special machen. Mhm. Im ersten Jahr habe ich da eine digitale Schnitzeljagd gemacht. Mhm. Ich habe so quer übers Internet alle möglichen Sachen versteckt. Ich habe, was weiß ich, einen YouTube-Account erstellt, der auch privat war. Da irgendwelche gruseligen Videos hochgeladen, wo Zahlen drin versteckt waren. Dann konntest du dir irgendwo einen ZIP-Ordner runterladen, der war passwortgesichert. Da musstest du an eine verschlüsselte E-Mail-Adresse schreiben. Der hat dir dann Antwort geschickt und so. So einen ganzen Kram. Und da habe ich die Leute irgendwie so 3 Stunden durchgejagt. Und am Ende hat jemand eine Nintendo Switch gewonnen. Und entweder mache ich das dieses Jahr wieder oder ich will zum allerersten Mal so ein kleines IRL-Event machen. Ja, machst du IRL sonst gar nicht, ne? Hab noch nie IRL gestreamt. Oh. Ja, möchte ich aber auch sehr gern. Das macht voll Spaß. Kannst du machen. Erlaube ich dir. Danke, Mama. Stellst du dir das kompliziert vor oder eher nicht? Mit meinem Qualitätsanspruch wahrscheinlich kompliziert. Wenn ich den runterschraube, ist es wahrscheinlich ganz einfach. Qualitätsanspruch bei IRL-Streams sind immer so eine Sache. Habe ich mir gedacht, ja. Ja, ich meine, du kannst natürlich eine komplette Produktionsfirma dir mieten. Dann mietest du dir hier den Skyline-TV und dann hast du dein Mega-Premium-Paket. Ja. Dann ist auch Insolvenz an der Zeit. Dann ist aber auch Insolvenz angemeldet, ja. Oder einfach mit Handy. Ja, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Handy mit Gimbal, damit es nicht so verwackelt ist. Und dann kannst du dir noch ein Mikrofon reinstecken und dann ist das entspannt. Ja. Finde ich gut. Okay, ich gehe jetzt werde ich privat. Oh Gott, ich dachte, wir waren schon privat. Nee, ich will. Ich frage immer nach den schlechtesten Dates. Oh, okay, alles klar. Ja. Schlechtesten Dates. Was war mein schlechtestes Date? Also ich hatte jetzt noch nie so ein extremes, schlechtes Date, ja, wo man so wirklich so sagen würde, so, oh, das war richtig übel. Ja. Wobei, das ist eigentlich eine Geschichte, die erzähle ich ganz gerne. So ein bisschen lustig finde ich ja irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nee, man sieht es wahrscheinlich in der Kamera nicht. Ich habe hier, ich habe da eine Narbe. Ja. Ich habe da eine Narbe am Ellenbogen. Ja. So. Dieses Date zog sich über 5 Tage. Okay. Wir haben uns getroffen, waren was essen und dann habe ich abends spontan entschieden, ja, ich crash einfach bei dir. Ja. Und daraus resultierte, dass ich 5 Tage bei ihm gepennt habe, weil wir einfach so im Sommer, er war so ein Pothead und hat irgendwie da die ganze Zeit zu Hause nur rumgelungert und ich war noch so ein junges, nicht selbstgefundenes Ding und war so, oh mein Gott, er ist muskulös und deswegen finde ich ihn toll und deswegen bleibe ich jetzt hier so. Ja. Und dann habe ich irgendwie so 5 Tage bei ihm rumgefleucht. Weiß nicht. Dann am letzten Tag vor meiner Abreise waren wir natürlich innerhalb dieser 5 Tage, ist man sich natürlich auch schon ein bisschen näher gekommen und so weiter und so fort. Ja. Und dann gab es eine Situation, da waren wir in der Küche. Ja. Und Ich muss jetzt ein bisschen spicy werden, ne? Okay, wird spicy. Also pass auf. Ja. Er wollte mich dann küssen. Ja. So, und er hatte dann aber auch so eine leicht dominante Ader an sich. Okay. Und er wollte dann so einen Move machen, wo er quasi meine Hände nimmt und über mir an die Wand drückt mit einer Hand und mich dann küsst, so, weißt du? Okay. Ist ja erstmal Panty Dropper, ne? Das ist geil. Ja, das ist genau schon erstmal so Wause, ne? Ja. Was er in dem Moment nicht bedacht hat, ist, dass links neben mir ein Stahlregal war. Oh. Mit einer scharfen Kante. Oh. Und er drückt meine Hände über mir an die Wand. Es macht einmal Rums. Und ich merke nur, irgendwas läuft meinen Ellenbogen runter. Oh.
Oh nein. Guck, ne? Bis auf den Knochen eine fette Platzwunde hier. Oh mein Gott. Der hat dir aber mit Schmackes da hochgedrückt, ne? Und dann musste ich in die Notaufnahme. Oh, und das Ganze wurde genäht, ja. Oh mein Gott. Bin dann irgendwie eine Woche mit Verband rumgelaufen. Irgendwann wurden die Fäden gezogen und ja. Seitdem habe ich diese Narbe und da muss ich immer wieder dran zurückdenken, wenn ich die sehe. Habt ihr noch Kontakt? Es ist wirklich kein Witz. Letzte Woche haben wir seit Jahren mal wieder geschrieben und wir treffen uns Dienstag auf einen Kaffee. Oh mein Gott! Es ist kein Witz. Und dann wird das wiederholt. Hab er noch einen Arm? Es ist so, diesmal mache ich es aber richtig. Der Arm muss ab. Oh mein Gott. Ja. Das ist witzig, dann kannst du ihm das ja zeigen. Der weiß es wahrscheinlich, ne? Dass du die Narbe hast. Ja, na klar, der weiß das. Oh. Ja. Oh Mann. Aber wir sind ja auch nie irgendwie im Streit gewesen oder so, ne? Man hat sich da einfach auseinander verloren irgendwann so, ja. Ja. Geil. Das war, glaube ich, es war jetzt ein chaotisches Date, würde ich eher sagen, ja. Und was war das Beste? Eigentlich ein bisschen langweilig, mein bestes Date. So spektakulär war es nämlich irgendwie gar nicht, glaube ich. Das war, wo ich meinen Ex kennengelernt habe, so dass, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja. War im Winter. Wir sind dann so über den Weihnachtsmarkt gegangen. In Wolfsburg haben wir die Autostadt. Das ist so ein... Ja, in Wolfsburg gibt es ja Volkswagen und die Autostadt ist dann so, da gibt es ganz viele Gebäude, wo so alte Autos ausgestellt sind, so große Erlebnisdinger und also ein bisschen schwer zu erklären, ist so eine große Parkanlage quasi mit großen Gebäuden drin. Mhm. Und die wird im Winter immer zu einem super geilen Weihnachtsmarkt gemacht oder ist irgendwie so der größte Weihnachtsbaum Europas, riesige Eiskunstlauffläche, alles voll süß. Und da sind wir dann so lang gestackst und dann wurde mir irgendwann zu kalt und dann hat er mir noch seine Jacke gegeben und alles hat so nach Winter Leckereien gerochen und dann habe ich mich irgendwann so ein bisschen bei ihm eingehakt und so weiter und so fort. Und dann sind wir so in so eine dunkle Ecke sind wir dann irgendwo so abgedriftet und dann hatten wir unseren ersten Kuss und so weiter und so fort und es war alles total toll und das war ist eigentlich jetzt wirklich nichts Besonderes. Es gibt viel krassere Date-Geschichten, aber war halt einfach so, das war so die erste richtig, richtig, richtig große Liebe so. Oh. Ja, ich meine, ich hatte davor schon einen Freund oder zwei, wo ich auch dachte, das wäre so, ja, aber im Vergleich dazu war das nichts. Jetzt hast du niemanden. Und jetzt bin ich ganz, ganz dolle einsam. Oh nein. Aber am Dienstag knutschst du wieder rum. Ich glaube nicht, der ist mittlerweile vergeben, der gute Mann. Oh nein! Ja. Ach nö. Ja. Nein, wollten wir ja nicht zum Rumknutschen verabreden. Warum nicht? Kaffee wollten wir trinken. Nee, nochmal den Move machen. Ja, ich weiß nicht. Momentan bin ich so... Ich glaube... wäre ich mental noch nicht bereit für die nächste Beziehung und B, glaube ich, würde ich das mit meinem Leben momentan nicht vereinbaren können. Ich glaube, ich könnte nicht so viel Zeit in die Investierung reinstecken, wie ich momentan ins Streaming und Co. stecken möchte. Oh. Ja, habe ich momentan meine Prioritäten anders gesetzt, bin ich ganz ehrlich. Boah, okay. Ja. Aber erstmal Karriere. Okay. Also willst du richtig ballern? Ich will erstmal ballern, ja. Wie oft streamst du aktuell? Momentan 5 Tage die Woche. Boah. Uhrzeitlich festgelegt? Eigentlich immer 18 Uhr abends, außer montags. Da machen wir früher, weil wir uns schminken. Ach so. Ja. Und dann machst du Just Shedding viel? Wir machen meistens so die ersten 1 bis 2 Stunden machen wir Just Chatting, meistens nur eine. Mhm. Und dann, was weiß ich. Community Games, spielen was auch immer, wir gerade zocken weiter und so weiter und so fort. Also, ja. Und dann schnipselst du manchmal da TikTok-Clips raus. Genau. Das war der größte Fortschritt, den ich Twitch-technisch machen konnte, dass ich realisiert habe, dass man seinen Content einfach nur gescheit verwerten muss. Ja.
weißt du, und das bringt so viel. Wenn du den Scheiß bei TikTok und Instagram hochlädst, die Reichweite boomt, wenn du das regelmäßig machst. Ja. Musst natürlich gute Clips haben, ne? Die müssen natürlich lustig sein. Ne? Und jetzt nicht einfach, ich sitze hier und fresse Chips oder so. Ne? Das sehe ich oft. Leute kommen so zu mir und sind so, oh, warum funktioniert das bei dir so? Bei mir funktioniert das nicht. Und dann gucke ich mir die Clips an, die sie hochladen und denke mir so, ja. Die Clips sind halt auch einfach echt langweilig. So, ne? Es ist dann so, du musst halt auch gutes Material haben, um das hochzuladen. So. Ja. Oh. Ja. Gibt es denn für dich ein Vorbild oder so? Natürlich Jinyan. Oh, ja klar, die natürlich. So voll mein. Oh mein Gott, Slay Queen. Tatsächlich vorbildmäßig muss ich wieder Henno sagen. Ah ja, so. Okay. Ja, voll. Und so Streaming-mäßig? Gar nicht. Ich glaube, ich würde jetzt nicht direkt Vorbild sagen, weil dafür konsumiere ich ihn auch nicht genug, aber wo ich so auch mir so denke, so, ja, richtig solide Leistung, der gibt richtig Hackengas, ist so Papa Platte. Mm. Ja. Es gibt auch andere Streamer, die coole Sachen machen, aber bei manchen, weiß ich nicht, stimmt der Vibe für mich nicht so hundertprozentig einfach. Was ja voll okay ist, weil manchen, ne, kann ja nicht jeden mögen so. Ja. Ja, aber Papa Platte ist so einer, den finde ich voll cool, den Typen, und der macht halt auch super, super viel einfach. Der lebt ja für Streaming einfach so. Und dabei hat er nicht, glaube ich, gesagt, er hört auf mit Stream. Ja. Der hat doch zwischendurch mal aufgehört für eine Zeit, oder? Ja, hat die Ankündigung gemacht, dass er nur YouTube machen will und jetzt aufhört mit Stream. Und jetzt boom. Mhm. Ja. Also ja, da jetzt nicht so, dass ich so sagen würde, ist mein Riesenvorbild oder so, aber das ist jemand, wo ich so sage, da ziehe ich mal Hut. Daran orientiert man sich vielleicht ein bisschen. Ja. Ja. Hast du denn eine gute Work-Life-Balance? Ich glaube schon. Ich glaube, momentan ist es ein bisschen zu viel live. Ich glaube, momentan, ich habe manchmal so Phasen, da bin ich richtig produktiv, und dann habe ich manchmal so Phasen so, okay, 2 Wochen kein Reel gepostet, so. Weiß nicht, das slackt das so ein bisschen. Mhm. Was bei mir am schlimmsten ist, ist Papierkram. Den vernachlässige ich sowieso grundsätzlich. Ne? Mal so einen Monat zu spät für die Steuer. Weißt du, da bin ich ganz, ganz schlimm. Aber ansonsten, ja. Ich habe oft so das Problem, weiß nicht, ob du das kennst, ich habe 1000 Ideen und Bock auf alles und krieg's dann aber oft nicht geschissen, das umzusetzen. An was scheitert's denn? Dem Umsetzen. Naja, einfach so den Arsch hochzukriegen und Dinge mal zu machen, so, weißt du? Ja. Was denn zum Beispiel? Ich weiß nicht, ich wollte zum Beispiel, was weiß ich, als ich hier, muss ich jetzt ein bisschen deeper werden, so. Okay, nach der letzten Beziehung, also nachdem ich mich jetzt getrennt hatte, ging es mir psychisch ganz, 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 ganz schlecht. Ja. Und ich hatte mir dann zum Beispiel so vorgenommen, okay, du ziehst jetzt hier in so eine komplett eigene Bude, großes Haus, wo du jetzt hier komplett alleine wohnst, boah. Du machst so ein richtig krasses Videoprojekt, wie du hier so deinen Einzug so audiovisuell untermalt darstellst, so in einer künstlerischen Art und Weise, so wo du deine Selbstfindung zum wieder glücklich sein darstellst und so. Und hatte so voll die ausgeklüngelten Ideen und hab schon so Musik rausgesucht und Schnittbilder im Kopf gehabt. Habe ich nie umgesetzt. Weißt du, einfach so, du hast so 1000 Ideen und machst es einfach so gar nicht. Oh Mann. Ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo du so Ideen für krassen Content oder so hast. Ja. Wo du einfach so. Ich habe seit Wochen ein Video liegen, was geschnitten werden muss. So. Mhm. Bestes Beispiel. Mhm. Ich mach's einfach nicht. Warum mache ich's nicht? So, weißt du? Ja, deswegen habe ich Cutter. True. Deswegen, genau wegen diesem Problem. Ich hatte, Anfang des Jahres hatte ich auch noch einen Cutter für YouTube. Da habe ich dann mal gesagt, okay, wir machen einmal die Woche, machen wir einen Aufnahmestream quasi. Und kriegt dann der Cutter und daraus schneidet er mir ein YouTube-Video. Mhm. Ich habe dann aber irgendwann tatsächlich gesagt, weil dieses Jahr lief im Vergleich zu letztem Jahr von den Aufträgen erstmal ein bisschen ruhiger. War ich dann so, okay, es ist zwar finanziell alles voll okay, aber ey, du wohnst jetzt alleine und du musst richtig fett Miete bezahlen, so. Jetzt lasse ich das mit dem Cutter lieber erstmal, weil ich weiß nicht, wie der Rest des Jahres läuft, und ich
bin lieber so, dass ich einen finanziellen Puffer liegen habe, als dass ich sage so, ja, ich meine, kann ich zwar bezahlen, aber habe ich nichts Erspartes, so nach dem Motto, so, weißt du? Deswegen habe ich dann erstmal die Zusammenarbeit mit dem Cutter wieder eingestellt, um jetzt zu gucken, wie der Rest des Jahres sich entwickelt. Jetzt ist gerade alles voll okay, aber ich bin so, ich weiß es nicht. Ich habe grundsätzlich immer Existenzängste. Okay. Ja. Das ist anstrengend. Ja. Ich bin immer, ich lebe im Hier und Jetzt. Ich kann nächste Woche schon tot sein, dann habe ich auch nichts mehr von meinem Geld. Das sage ich auch immer, aber gleichzeitig muss ich ja auch irgendwo noch die Miete bezahlen können, weißt du? Aber auf der anderen Seite ist man natürlich in einer super privilegierten Situation. Ja, das stimmt. Muss man natürlich dazu sagen, so, weißt du? Ja. Mit dem ganzen Kram, den wir hier machen, so Geld verdienen zu können. Und man muss es ganz ehrlich einfach sagen, natürlich auch Streamer und Creator und so weiter, wir machen schon, nicht alle, aber wir machen schon viel. Und auch das ist ein Vollzeitjob. Und auch da fließt viel mehr rein, als ihr oft seht. Aber natürlich gibt es Jobs, wo Leute viel mehr auf dem Zahnfleisch gehen für viel, 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 viel weniger. Und ja, die Relation ist dann einfach eine andere. Und da muss man sich, finde ich, drüber bewusst sein. Und das muss man wertschätzen. Und das ist immer was, was ich mal im Chat so sage, so ohne euch wären wir so gar nichts. Deswegen feiere ich das halt immer, dass Leute sich den ganzen Kram überhaupt so geben, weißt du? Haben dir Leute schon mal gesagt, ja, aber das, was du machst, ist kein Job? Andauernd, ja. Ja. Viele Leute unterschätzen, finde ich, immer den unternehmerischen Aspekt vom Stream und generell so vom, ich weigere mich, Influencer zu sagen, aber vom Creator-Dasein. Ne? Ja, ist schrecklich, dieses Wort. Weil da gehört viel, viel mehr dazu. Du brauchst, finde ich, brauchst, wenn du es richtig machen willst, wenn du es langfristig machen willst, brauchst du, finde ich, ein gutes Gespür für, wohin gehen so die ganzen Trends, wie fahre ich eine gescheite Social-Media-Strategie, woran investiere ich, zu welchem Zeitpunkt, um mich ein bisschen zu verbessern, was für Equipment und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, da hängt viel mehr dahinter. Gleichzeitig bist du noch deine eigene Kameracrew und Creative Department und dann machst du den ganzen Schnitt selber, musst dich in sämtliche Programme einfuchsen, hast ein riesiges Technik-Know-how. Das sind zwar alles Sachen, die machen Spaß zum gewissen Teil, aber das macht es nicht zu weniger Arbeit, ja, so, weißt du? Ja. Das ist ja genauso, du siehst ja im Fernsehen irgendeine Sendung, die geht 2 Stunden und da hängt so viel Vorbereitung drin und alles, was dahinter ist, das sieht man halt nicht. Voll. Und was gerade einer im Chat bei dir sagt, das, was ihr beide macht, kann auch nicht jeder, sonst wäre auch jeder Creator oder Streamer. Muss ich tatsächlich zustimmen? Es ist genau wie mit dem Drag, auch nicht jeder hat das Zeug, ein geiler Streamer zu sein. Ja. Das ist einfach so ein riesen Charisma-Ding, finde ich. Ne? Damit will ich uns jetzt nicht irgendwie selber auf die Schulter klopfen, aber es gibt einfach Leute, die könnten das einfach nicht, weil du kannst sie nicht vor eine Kamera setzen und die können da einfach nicht reden. So. Ja. Weißt du? Du musst dich teilweise Stunden alleine unterhalten. Ja. Was ist der längste Stream, den du schon mal gemacht hast? Der längste war ein 24-Stunden-Stream. Ah, hast du 24er gemacht. Wenn du jetzt einen Sabathon mitzählst, wo halt der Stream dauerhaft läuft, aber du zwischendurch pennen gehst, das zählt jetzt, finde ich, nicht so ganz. Das habe ich auch schon gemacht. War nicht meins, das war ein Sabathon, so jeden Tag nur am PC sitzen, ja, da gehe ich ein. Ja. Aber ja, wir haben einmal einen 24-Stunden-Stream gemacht, der hat mir dann aber auch gereicht. Hat dich gebrochen? Ja, so 12 Stunden kriege ich mittlerweile easy hin. Das ist so, 12-Stunden-Stream können wir gefühlt andauernd machen, ist kein Thema. Machen wir jetzt nicht andauernd, aber ne? Ja. Ja. Außer wenn dann RP noch dazu kommt. Dann wahrscheinlich ja. Da verfliegen 12 Stunden mal ganz schnell, als wären es 2 Stunden. Ich würde halt auch eigentlich noch viel mehr streamen wollen, aber Twitch ist ja nur so ein kleiner Teil von dem, womit ich sonst mein Geld mache, weißt du? Mhm. Aber es ist leider, was heißt leider? Twitch ist das, was mir am meisten Spaß macht, so. Weißt du? Und natürlich verdiene ich damit mittlerweile auch Geld, das, ne, um Gottes Willen. Mhm. Und ohne den Support von den Leuten könnte ich mir das gar nicht erlauben, so viel Zeit in Twitch zu stecken. Mhm. Aber ich würde am liebsten noch das Doppelte an Zeit reinstecken und am liebsten auch nur Twitch machen, so nach dem Motto. Aber das geht halt momentan noch nicht. Deswegen muss ich gucken, dass ich halt die anderen Sachen auch noch pflege. Weißt du? Mit Twitch, mit was verdienst du dann noch Geld? Ja, TikTok und Instagram hauptsächlich. So. Aber hast du noch so, hast du dann noch so Auftritte oder so nebenbei? Ja, zum Beispiel so Sachen wie auf der Gamescom, wenn ich irgendwo live moderiere oder auf Events gebucht bin und so weiter. Das passiert halt auch noch, ja. Ja. Aber Großteil ist halt einfach Social Media. Okay. Also jetzt nicht so, wo irgendwie da ist eine Bar oder so, die dich noch buchen will. Nee. Okay.
Witzigerweise, nach der Teilnahme bei meiner Fernsehsendung damals, haben diese Bookings quasi gänzlich aufgehört. Echt? Dass ich irgendwie live in irgendwelchen Dragbars oder so gebucht wurde. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Veranstalter in dieser Szene super knauserig sind. Mhm. Und dann wahrscheinlich alle gesagt haben, ja, nee, die war jetzt im Fernsehen, die ist jetzt zu teuer, die können wir nicht mehr buchen. Lol. Ja. Bist du teuer, ja. Ich würde nicht sagen, dass ich zu teuer bin. Ich bin mir meines Wertes bewusst. Sehr gut. Ja. Das ist es nämlich. Ja, und da sind halt viele, viele Veranstalter, dass sie so sagen, ja gut, dann buche ich halt lieber so Newcomer-Queens. Die sind ja auch Drag-Queens und die sind aber viel günstiger so, weißt du? Ja, da ist auch dementsprechend, und ja. Am Anfang bin ich auch für 100 Euro aufgetreten und so weiter, ne? Ja. Was schon, wenn du anfängst, ist das schon viel dann so 100 Euro. Krass. Aber ja, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, aber der Verdienstausfall, den ich jetzt hätte, wenn mich irgendwie eine kleine Bar in Hamburg bucht, wenn ich dafür 3 Tage unterwegs bin, Anreise, an dem Tag das Booking, Abreise, genau, das steht in keinem Verhältnis. Dafür kann ich, genau, ne, das sind dann die Fahrtkosten, so nach dem Motto. So wird das auch immer berechnet. So könnt ihr euch das vorstellen. Wenn da zum Beispiel ein Event ist, es geht 4 Tage, die wollen nicht da 4 Tage haben, dann musst du noch Anreise rechnen, Abreise, dann bist du 6, 7 Tage unterwegs, dann muss das ausgeglichen werden, was du eigentlich potenziell in dieser Zeit hättest machen können, zum Beispiel mit Streaming, mit anderen Dings, und das wird dann halt so, wird das auch ein bisschen mit berechnet, weil du hast ja komplett einen eigenen Dienstausfall dafür, dass du dort bist. Ja, so ist es. Ja. Ja, ja, Geschäfte. Geschäfte. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? In 10 Jahren sehe ich mich so weit, dass ich finanziell ausgesorgt habe, in diverse Dinge investiert habe und eventuell ausgewandert bin. Wow, wo willst du hin? Irgendwo, wo man weniger Steuern bezahlt. Madeira? Nee, das weiß ich noch nicht. Das ist immer so eine Wunschvorstellung, weil offensichtlich lieben wir alle Geld und würden gern weniger bezahlen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich schon gerne in Deutschland lebe. Okay. Und ich es mir schwer vorstellen kann, irgendwo anders zu leben. Was? Ja. Also, verreist du gerne? Nein. Ich war, seit ich mich selbstständig gemacht habe, noch nie im Urlaub. Was? Ja. Gut, ich meine, das ist jetzt erst seit 2019, ne, aber... Aber, okay, wo bist du beruflich schon hingekommen? Ibiza, Polen, London. Ja, halt in Deutschland bin ich andauernd unterwegs. Im Ausland jetzt nicht so viel eigentlich. Wie stehst du zu Japan? Du sagst heute so, das ist viel zu viele Coincidences. Du hast mich doch gestalkt. Ich sage auch seit diversen Wochen jetzt, dass ich mal Bock auf eine Japan-Reise hätte. Okay. Und wann willst du das machen? Bin ich voll flexibel. Okay. Also willst du das jetzt so in einer Zukunft oder so, wo du sagst, ja, auch wenn wir jetzt 1 Jahr Planung haben, aber dann ist das schön durchgeplant und mit einer coolen Gruppe, wärst du dann auch am Start für sowas? Wie lange wollten ihr weg? Also wir haben gerade ein Grüppchen für Ende 2024, wahrscheinlich so September, Oktober, 2 bis 3 Wochen. 2 bis 3 Wochen, Ende September. Ja. Also, na, wir rechnen halt immer so Anreise und Abreise nicht mit, also so 17 Tage. Da, ich meine, das ist ja quasi so ein 2 Wochen Urlaub. Ja, aber auch so mit Content-Kreation. Aber dafür mit Kooperationen, wo man an geile Orte kommt. Und kennst du Hauke? Hauke? Ja. Ich glaube, da klingelt gerade nichts. Ich hatte gerade Henke im Kopf, aber nee, Hauke okay, sagt mir, glaube ich, nichts. Ja, Hauke ist auch ein Streamer, der ist nach Japan ausgewandert. Und ich war jetzt 3-mal in Japan und 2-mal davon war er supportive. Er lebt halt da, macht auch Content und er kann auch super Japanisch und so. Und der ist halt also absolut Premium auch mit Spots und so. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch nicht Touri-Orte ansteuern, was halt sehr geil ist, was sehr Premium ist.
Und das wird eine sehr, sehr geile Reise. Und wenn du Bock hast, da hat man vielleicht ein Plätzchen noch frei, wo du mit einsteigen kannst. Aber wir mieten auch so Auto und fahren durch die ganzen Dörfer und so. Das klingt schon verdächtig gut. Das kriegst du nicht nochmal so. Das verspreche ich dir. Das klingt schon richtig sexy, schmexy. Lass uns da mal privat ein bisschen drüber schnacken. Einordnung, da reden wir auch drüber. Ich schreib dir danach. Gut. Das klingt schon. Ja, vor allem halt dieses nicht komplett Touri-Fall-mäßige, genau, ne? Genau. Am Ende des Tschüss hast du ein Zeitungsabo an der Backe. Mitglied von Scientology oder so am Ende des Films. Okay. Lass uns da mal ja, drüber reden. Ey, wir das können gerne, ne? Wir reden über alles. Boah. Ja, Japan ist wirklich prima. Also ich bin schon jetzt echt viel verreist. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel aufgeholt. Ich bin auch so eine, ich habe auch echt Fernweh. Also ich bin jetzt auch gerade dabei, dass ich vielleicht spontan im Februar jetzt nach Japan nochmal fliege vorher, weil ich vermisse es einfach so sehr. Von allen Ländern ist Japan einfach das Land, wirklich, ich will ein viertes Mal, ich will ein fünftes Mal, ich will ein sechstes Mal, ich will immer wieder hin. Weil Japan, also ich glaube auch, das wird es dir voll antun. Ist einfach so. Ich habe halt so scheiß Flugangst, weißt du? Das ist so mein Grund, warum ich halt, sonst würde ich wahrscheinlich viel öfter sagen, ja, ab in den Flieger und weg so. Ja. Weißt du? Aber, können wir Uber nach Japan nehmen? Fliegen ist ungefährlicher als Autofahren. Ja, ich weiß, aber beim Autofahren habe ich die Kontrolle. Und dieser Kontrollverlust beim Fliegen ist, glaube ich, das, was es am schlimmsten für mich macht. So dieses so. Ja, aber du setzt dich doch auch in Uber rein. Jen, komm jetzt bitte nicht mit logischen Fakten. Das ja, aber du sitzt ja da hinten und dann fährt ja auch der Uber-Fahrer. Der kann ja auch jeden Moment abdriften, in den Teich fahren. Danke, jetzt kann ich auch kein Uber mehr fahren. Genau wie im Zug. Ja, ist schon richtig. Flugschein und selber fliegen, das ist eine gute Idee, ja. Ja, ist, mein Gott, zur Not knallt man sich eine Diazepam rein und wacht dann in Japan erst wieder auf. Ja, das du ist dann fliegst auch okay. Ja nur 14 Stunden. Ach ja, das ist ja nichts. Das ist nichts. Und wenn du mit einer coolen Gruppe unterwegs bist, glaub mir, das ist so geil, da säufst du dir die Birne vor. Ich meine, du trinkst Wasser und hast einfach Spaß. Ich trinke ja eigentlich so gut wie gar keinen Alkohol, ne? Ach so. Ja, seitdem ich aufgehört habe zu rauchen, trinke ich so gut wie nichts mehr. Oh, krass. Ja. Ja, dann halt ein paar Energy-Drinks. Wie geht's los? Ich laufe schon mal vor. Und auf halber Strecke bemerke ich dann, dass ich das Flugzeug vergessen habe. Ja. auswandern, ich weiß, was du meinst. Also ich würde auch so gern auswandern. Aber erstens, du musst erstmal den Step machen. Zweitens, du hast natürlich viele Vorteile in Deutschland. Mm. Ist halt auch einfach deine Muttersprache. Du kannst halt dich überall gut, kannst gut kommunizieren. Aber überleg mal, wie sick das wäre, fließend Japanisch zu sprechen, ne? Ja, ich lerne Japanisch. Taugt schon was oder ist ja, noch so? Ja, also ich komme in Japan tatsächlich gut voran mit meinem Japanisch. Das ist ja richtig geil. Ja, also ich mache halt viel sporadisches Selbststudium seit, wie alt bin ich? Ich bin jetzt 28. Ich habe, glaube ich, so angefangen so mit 17, 18. Und also jetzt nicht super aktiv und so, aber halt immer mal habe ich Phasen und das hat mir schon so geholfen. Also ich kann nicht Schriftzeichen, ich kann lesen, was da steht, ich kann gute Vokabeln. Ich kann ein bisschen Smalltalken, das ist halt, damit kommst du schon echt gut weit, ja. Geil. Mein Ziel ist es jetzt, also ich werde mir jetzt bald eine Privatlehrerin holen und das mal ein bisschen ausbauen. Und das ist schon echt Premium, ja. Ich liebe Fremdsprachen lernen. Nur so schon mal prophylaktisch, können alle in dieser Reisegruppe Japanisch? Nee. Gut, sonst wäre ich der einzige Depp vom Dienst. Nee, also von der Gruppe. Die haben mich nur eingeladen, um sich über mich lustig zu machen. Lol, voll das Opfer. Nein, also Hauke kann es fließen, ich kann es sporadisch und der Rest nicht. Das ist gut. Ja, und dann sehen wir ganz viele schöne Orte und ganz viel Ramen essen. Magst du Ramen? Mhm. Oh, glaub mir, dass du, wenn du in Japan Ramen isst, dann gibst du dich mit keinem in Deutschland mehr zufrieden. Ah, das glaube ich aufs Wort. Ja. Puh. Ja.
Das ist schon, oh, das klingt schon leider sehr, sehr nice alles. Okay, bevor ich hier in Traum verfalle, nächstes Thema. Alles gut. Achso, kann ich mal mit Stäbchen essen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gib mal eine Kostprobe. Kannst du, ist so immer dieses dumme, sag mal was auf Japanisch. Hajimemashite. Watashi wa Jenny des. Yoroshiku onegai shimasu. Watashi wa Deutsujin des. Nihonga suki des. Habe ich verstanden. Strong. Ja, einfach, hallo, ich bin Jenny, ich bin Deutsche, und ich mag Japan. Schön, dich kennenzulernen. Das finde ich geil. Wenn du mir das beibringst, sage ich das zu jedem, jeden Tag auf dieser Tour. Das Wichtigste ist Konnichiwa. Ja gut, Konnichiwa, das kriege ich hin. Und Arigato. Konnichiwa und Alligator. Oh Gott, ja. Huge. Reicht. Da reden wir nochmal drüber. Ah, schön. Ja, schreibe ich dir nochmal. Wir unterhalten uns da mal. Ja. Gut, schön. Ich glaube, ich habe jetzt schon alles über dich. Hast du alles über mich? Ja, also alles habe ich wahrscheinlich nicht, aber so die Dinge, die mich so interessiert haben. Ja. Ja. Den Rest besprechen wir dann in Japan. Ja, oder auf dem Roleplay-Server. Ja! Oder bei Cook and Wine. Oder auf der Polaris. Oder auf der Polaris. Schön. Ja, finde ich gut. Okay, ja geil. Sind wir Jen, durch? Ich bedanke mich ganz, ganz stark, dass ich hier zu Gast sein durfte. Das Wann hat mir sehr viel Spaß zusammen? Gemacht. Ich hab noch zwei Zimmer frei. Echt? Ich hab noch eins. Ja, dann machen wir so Flat-Hopping einfach. Okay, machen wir. Wenn du in Berlin bist, sag Bescheid, kannst du jetzt schlafen. Gut. Okay, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du so früh da warst, auch weil viele sind ja immer so früh und so. Ne? Ach, du hattest Glück, ich hatte gerade meinen Hund zu Besuch für eine Woche, deswegen hatte ich einen guten Schlafrhythmus gerade drin. Das ja, entspannt, ja geil. Ja. Alrighty, gut. Ja. Dann streamst du jetzt noch weiter? Ich mache erstmal Pause, ich gehe jetzt gleich zum Sport, ich mache mir was Gesundes zu essen, gehe mit meinem Hund in den Park. Ich sag's dir, ich hab mein Leben im Griff. Trink noch ein bisschen Wasser und kein Red Bull und dann heute Abend mache ich den Stream wieder an und gehe in meinen Roleplay rein. Alles klar, sorry du Model. Ja. Ich gehe jetzt meine Leftover Chicken Wings von gestern essen. Setz mich dann wieder an den PC, mach die Rollos runter und das Licht aus. Okay, streamst du heute? Nee, Wochenende eigentlich nie. Okay. Aber wenn ich dann professioneller GTA-Roleplayer bin, muss ich das wahrscheinlich am Wochenende tun. Okay. Gut, du kannst mir auf Discord deine Nummer gleich mal schicken. Wird gemacht. Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Wünsche ich dir auch. Ganz viel Spaß noch und Dankeschön. Dankeschön, bis dann. Chat, ciao. Mach's gut. Tschüss.